Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Flugsimulator-Freunde. Ja, zum Mittwoch-Stream, wie immer, am Mittwoch. Party-Time nach der Arbeit. So ein bisschen. Ja, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Grüß dich, Feldi. Natürlich wieder die Nummer 1. Grüß dich, Chris. Wunderschönen guten Abend, ebenfalls auch dir. fliege heute mit. Ja, da musst du einmal kurz online sein, habe ich kurz reingeschrieben. Schau mal kurz, bei mir bist du noch als offline angegeben. Ich hoffe mal, du bist demnächst gleich online. Ich tue dich auf jeden Fall dann einladen. Ebenfalls Ace, wunderschönen guten Abend dir. Jacob ist auch dabei, ebenfalls einen wunderschönen guten Abend. Michael, wie auch immer, wieder ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Abend dir und herzlich willkommen. Und dann haben wir von Claudio Wittmann, grüß dich, ebenfalls wunderschönen guten Abend. Schon mal eine Frage. Vielleicht weißt du das, wo man im MADOC 82 die Höhe in Metern einstellen kann. Es geht nur in die 1000, in Tausender Schritten. Du meinst wahrscheinlich die Altitude. theoretisch müssten das, müsste das in Tausender Schritte gehen. Achso, du meinst, ich glaube, ich weiß, was du meinst, in einzelnen einstellen kann. Da musst du einmal kurz warten, also wenn du den Schieberegler drehst, einmal kurz warten und dann sollte theoretisch die kleinere, also die 100er Schritte gehen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Kito, ja, wunderschönen guten Abend dir, ebenfalls moin, Aloha, schönen Feierabend, ebenfalls dir und, Gnome, Mensch, verflucht nochmal. Meine Augen lassen auch wieder nach. Moin, moin, wunderschönen guten Abend ebenfalls. Manissel vor Schissel ist auch mal wieder dabei. Schön, mal wieder von dir zu hören. Auch dir einen wunderschönen guten Abend. Und Evil ist dabei. Moin, ebenfalls wunderschönen guten Abend. Und auch dir ein herzliches Willkommen heute am Mittwochstream. Ja, mit welchem Baby fliegen wir heute los? Ihr seht es schon, der wunderschöne Embraer. Es gab gestern ein Update und da dachte ich mir, das ist doch Grund genug für uns, mal wieder das Baby in die Luft zu bringen und vor allen Dingen auch mal zu schauen, was für ein was für Update-Details dazu beigetragen haben, beziehungsweise dabei waren. Es ist ein ziemlich großes Update, denn wir sind jetzt tatsächlich gesprungen von dem Update. Also falls ihr noch vielleicht so ein bisschen die Telemetrie oder die richtige Reihenfolge noch im Kopf habt. Es war ja am Anfang die, ich glaube die 9.4, genau, war die letzte. Danach kam die 9.2 Reverse, also REV. Einfach im Sinne von wahrscheinlich, weil sie ein paar Probleme hatten. Und jetzt gab es einen ziemlich großen Sprung. Also von 9.4 gab es einen Jumper auf die 9.7, die jetzt momentan die aktuelle ist. Und da habe ich mir gedacht, Mama Mia, da muss ja einiges getan worden sein. Tatsächlich FPS-mäßig kann ich schon mal sagen, das sind gute Nachrichten für euch alle. Dann in allererster Form rät ja natürlich Flight Sim Studios ab, hier DirectX 12 zu benutzen. Ich muss gestehen, ich habe sie gestern in DirectX 12 geflogen und mir ist nichts aufgefallen. Also weiß ich jetzt nicht, wenn ihr jetzt unbedingt schauen wollt, allgemein, ich glaube mal allgemein gibt es da wahrscheinlich noch ein paar Performance-Probleme, aber ich glaube insgesamt oder hoffe zumindest insgesamt, dass der DirectX 12 trotzdem hält, denn jetzt momentan fliegen wir noch im DirectX 12, also von daher, hopefully. Mahlzeit zusammen, wunderschönen guten Abend Flo, herzlich willkommen auch dir, schön, dass du dabei bist. Und der Dagi ist ebenfalls dabei, auch wieder wunderbar und dir auch ebenfalls ein herzliches Feierabendchen und wunderschönen guten Abend auch dir. Gut, da würde ich sagen, kurz knapp mal rein in die gute Stube und ihr wisst Bescheid. Als erstes lacht uns hier schon mal die neuen Features an, beziehungsweise die Patch Notes. Ich übersetze das für alle, die dies noch nicht so ganz, des Englischen nicht so ganz mächtig sein möchten oder wollen oder wie auch immer. Die natürlich bewussten oder bekannten typischen Fehler, beziehungsweise Probleme, an denen sie gerade hängen, ist natürlich eben die DirectX 12 Nicht-Kompatibilität. Use DirectX 11, please. Also auch hier wurde das gesagt. Ich hoffe mal, das ist kein großes Problem, weil wie gesagt, bei mir lief es jetzt. Dann haben wir ebenfalls hier noch No Custom LNAV und VNAV, also keine LNAV und VNAV Einstellungen, die funktionieren noch nicht. Auch da sind sie dran und dann eben die Callouts broken. Also auch sehr amüsant. Die Kabinen, Durchsagen sind hier auch ausgeschaltet. Meines Erachtens total unnötig, weil die Dinger, die sind sowieso für einen Käse, weil eben für mich momentan sowieso mit PackX, da eigentlich sowieso die Diskussion beendet ist. Ich mache die Dinger sowieso aus und ich denke mal allgemein ist das in meinen Augen jetzt nicht gerade das Wichtigste. Maverick ist dabei, wunderschönen guten Abend. Und MyFly, da Mr. MyFly, the man, the master himself ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Abend dir und herzlich willkommen. Maverick ebenfalls nochmal einen herzlichen, schönen guten Abend auch dir. Gut, also, wir schauen also mal weiter. Dann haben wir hier die Changelog. Also, ihr seht es schon, Version 9.7, wie gesagt, ein ziemlich großer Sprung. Und wir haben hier Weight Limits, Packs, Zones too low. Also, da wurde zum Beispiel im EFB falsche Passagierzonen angezeigt, beziehungsweise die Gewichtsbegrenzung für die Passagierzonen waren zu niedrig. Also, die haben sie etwas erhöht.
Dann haben wir hier die Synchronisation im MFD wurde angepasst, die HSI. Das ist jetzt nichts allzu wirklich insbesondere Interessantes. Spawn 200 instead of 200 auf 0, also hitten, das ist auch egal. Minimums sind negativ, das hat sich auch erledigt, die Bugfixes, weil da gab es tatsächlich mal, wenn man die Minimums eingestellt hat, dass die da ein bisschen inkorrekt waren oder nicht korrekt. Hier sehen wir es nochmal, incorrect Maximum, Barometer, Nummern wurden, gab es halt einfach nicht oder beziehungsweise wurden falsch angezeigt. Dann hier MFD, MFD Preview, Distance Different to the MCDU Kalkulation. Achso, ja, dass da eben im MCDU eine andere Kalkulation da war für die Entfernung, aber das ist jetzt auch wurscht, das ist ja wurscht alles hier. Off-Block und On-Block Times, die, also Off-Block, On-Block hier, wie heißt es, die Zeiten wurden angepasst. Departure Environment Data Misses, also auch hier, ja, relativ kleiner, unsinniger Käse. Was haben wir? Spawning on Runway Triggers. Ah ja, genau, wenn man also direkt auf dem Start, auf der Startbahn praktisch spawnt, dann eben gab es ein paar Probleme mit den PFDs und so weiter und so fort. Die Fuel Consumption wurde nochmal ein bisschen verfeinert etc. Aber das sind so kleine Sachen. Improvements. Kommen wir auf die nächsten Sachen. Da haben wir hier N1 Minimum Trust für, also hier braucht man mindestens eine N1 Mindest, wie sagt man, Power, sage ich jetzt mal, um die Wing Anti-Ice zu benutzen. Also das wurde verbessert, beziehungsweise auch nochmal korrigiert. Reduced Lowest Dim Level, also das Dim Level insgesamt wurde nochmal für alle Displays nochmal verbessert. Dann ebenfalls hier die Ground Spoilers sind jetzt logischer oder funktionieren jetzt besser in der Enunciator Logic, also eben die, ja, läuft jetzt einfach alles insgesamt. Die Engine Oil Lever Simulation, also die Öl für die, für unsere Triebwerke, wird jetzt auch besser angezeigt in den, ja, in den Displays. Anti-Ice Logic overall, also auch da Anti-Ice insgesamt, großes Thema in diesem Update. Ja, und jetzt das Interessanteste, würde ich sagen, wir haben hier Wheel Brake Temperature Simulation, also wenn wir hier unsere Bremsen betätigen, dann kriegen wir das ebenfalls auch korrekt angezeigt im Display, inklusive EFB Reset Button, also dass man die dann zum Beispiel zurückstellen muss, wenn man dann jetzt direkt weiterfliegen möchte und irgendwo gelandet ist. Und jetzt hier für viele natürlich das ganz große spezielle Ding, im EFB kann man jetzt endlich Simbrief importieren, muss aber gestehen, hat bei mir nicht geklappt, also weiß ich jetzt nicht genau, woran das liegt. Vielleicht liegt es tatsächlich auch am DirectX 12, aber ja, also von daher. Ich bin auch der Meinung, die Sounds sind etwas schwächer geworden. Da haben sie wahrscheinlich wieder mal die, jetzt sage ich mal, nicht HD-Sounds reingepackt, sondern die anderen Sounds in dem Sinne. Bleibt bei dir, wunderschönen guten Abend, auch dir. Moin, bin online, alles klar, Network Chris, da wollen wir nochmal gucken. Wo haben wir denn den guten Mann? Da ist er, zack, Gruppe einladen. Also für alle, die noch mitfliegen möchten, sagt mir Bescheid, dann lade ich euch gerne ein. Ja, wir gehen auf unser EFB, dann sehen wir hier ein neues Feld, Flight Details. Und dort können wir auf jeden Fall hier zum Beispiel jetzt auf Add gehen. Bevor ich das mache, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob der das, oder wann der das besser gesagt importiert. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier auf Simbrief und geben hier nochmal den richtigen, beziehungsweise den neuen korrekten Plan ein. Dann muss ich mal schnell schauen, ob das soweit korrekt auch funktioniert. A müsste das sein, ja genau. Also wir haben AUA 8.4. Es geht von LFSB nach LUWW. Sehr schön. Und dann von hier aus geht es mit der Embraer, haben wir sie. Da 175er. Gut, let's give it a try. Insgesamt geht der Flug eine Stunde 35 Minuten. Das unterschätzt man gerne mal. Man fliegt praktisch so südlich der Alpen entlang. Manchmal auch nördlich, aber in unserem Fall jetzt südlich. Gut, Payload Cargo Limited. Okay, das ist jetzt wurscht. Das muss uns nicht wirklich interessieren. Aber unser Flugplan ist jetzt mal geedit. Jetzt schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Also, wir sagen jetzt hier Import Simbrief. Gestern hat es nicht geklappt. Wie gesagt, sieht mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht so aus. Klappt noch nicht so ganz. Spielt aber keine allzu große Rolle. Das sind, wie ihr sehen könnt, auch nur kleine Daten, die man da eingeben kann. Also, c'est la vie. Aber es sieht mir ehrlich gesagt nicht so danach aus. Ihr könnt mal sagen, für alle, die das Flugzeug besitzen, ob es bei euch funktioniert. Aber tatsächlich bei mir nicht. DJD, wunderschönen guten Abend. Ducky will mitfliegen. Ducky, sag mir nochmal deinen Namen im Microsoft Flugsimulator, dann lade ich dich sehr gerne ein.
Habe nichts bekommen. Schon wieder der Klassiker. Bist bei mir aber auch hier ausstehende Einladung. Einstehende Ausladung wäre auch amüsant. Ja, wir warten noch kurz, bis das Ganze richtig funktioniert hat. Ansonsten vielleicht mal einen Server überprüfen, Chris, vielleicht deswegen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das hier einfach mal so ein. LFSB. Muss ich wieder aufpassen, das ist wieder hier so doppelt gekoppelt. Das ist ein bisschen ärgerlich. LOWW. Hört es schon. Jetzt habe ich hier mit L natürlich die Lichter eingegeben. Aber dann können wir das so stehen lassen. Jetzt kann ich hier aber blöderweise auch sonst nichts eingeben. Den hat er geschnallt. Also das funktioniert schon mal. Jetzt will ich nochmal kurz gucken. 854. Vielleicht schnallt er das auch. Entern. Nochmal das Ganze. Ah, guck an. Und da haben wir unseren Plan. 00, das stimmt natürlich nicht, die Departure-Zeit, aber zumindest ist der mal hier drin. Und sogar relativ cool aufgelistet. Ihr seht schon BSL und VIE. Also auch die Kürzel sind drin. Ja, warum nicht, ne? Einmal kurz nochmal auf L drücken, so, dann sind die Lichter wieder aus. Totaler Käse. Gut, wie stellen wir das Ganze ein? Einmal hier auf den rechten oberen Knopf drücken und dann seht ihr hier der SimBrief-Username. Einfach hier eingeben und dann ist das drin. Warum das nicht klappt, I don't know. Ihr habt es ja gesehen, will nicht so ganz, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Übrigens, in den Settings hat sich auch noch einiges getan. Ihr seht jetzt hier in General, da könnt ihr eure Brightness, also die Helligkeit eingeben für diesen Flieger. Dann könnt ihr hier nochmal das Aircraft-Menü öffnen. Da gibt es jetzt auch schon ein paar Sachen, die sich noch zusätzlich gemacht haben. Ihr könnt ihr zum Beispiel das Kabinenlicht korrekt einstellen. Dann hier Use Metric Units, also hier Kilogramm oder Pfund, Fly Aircraft on the Right Seat, also könnt ihr zum Beispiel direkt vom Co-Pilot-Sitz aus starten. Passenger Announcements, die habe ich eigentlich ausgestellt. Dasselbe Glare Shield, das Ganze kann man anmachen, wenn es zum Beispiel jetzt, wie sagt man, normalerweise sieht man ja die Glare Shields, also das verschwommen ein bisschen, das würde dann wegfallen. Dann Enable MacDo Keyboard Entry, das können wir auch ausmachen, brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. Gut, Reset Temperature Breaks, das kann man zum Beispiel sagen, dann macht er das immer automatisch. Operator, jetzt gehen wir nochmal kurz hier hin, gucken, ob der das geschnallt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er das dann auch übernimmt. Disable Auto Brake Options, das kann man ebenfalls anmachen. Und jetzt hier das ganz dicke Ding, was sich hier getan hat, ihr seht es vielleicht schon, jetzt gibt es hier diverse Profile. Also man kann hier Profil 1, Profil 2, Profil 3 erstellen. Und ich muss auch gestehen, insgesamt funktionieren die jetzt wirklich, wirklich, wirklich gut. Also wenn ich jetzt hier, eigentlich, ich habe sie gestern mal eingestellt, ihr seht es. Der übernimmt das so, wie ich das will. Das ist mein Flex, den ich da hatte. Dann Toga. Also das funktioniert echt super. Und jetzt, wenn ich hier vor allen Dingen wieder auf die Idle gehe, den übernimmt der auch sofort. Also da gab es das letzte Mal Probleme, wenn ihr euch da noch erinnern möchtet. Hat sich auch getan. Also von daher alles gut. Gefällt mir so auf jeden Fall, wie es ist. So, wir gehen auf die Ground und dann würde ich sagen, ab hier lassen wir dann die Maschine für sich selber sprechen. Wir machen hier mal ein bisschen den Sound nach oben, damit ihr hören könnt, weil der Sound nach wie vor meiner Meinung nach zu den guten Dingen gehört in diesem Flieger, wenn, muss man natürlich auch sagen, die ganzen dann in HD übertragen werden. Moin, fliegst du auf Iwao, Herrgott nochmal. Nee, nee, James, Janis, Entschuldigung, ja. Nee, Janis, tatsächlich nicht auf Iwao, noch nicht, ist alles in Planung, aber live fliegen wir jetzt in dem Fall noch nicht, weil eben jetzt hier ich die Embraer 175er vorstellt und die auch offiziell keine WATSIM-Zulassung hat, in dem Sinne, wenn man so will. Hab nichts bekommen, bei mir bist du off, habe Auto Europa Westen ausgewählt. Ansonsten schick mir mal eine Einladung, Chris, das ist wieder der Klassiker. Ich weiß echt nicht, warum der das nie schlucken will. Ah, oder manchmal liegt es auch daran, ich weiß nicht, hast du ausgewählt nur die Gruppe? Manchmal liegt es auch daran, wenn man nicht nur die Gruppe auswählt, sondern zum Beispiel live und andere Spieler da auch angezeigt hat, dass der dann eben das auch nicht übernimmt. Bei mir geht es. Na, guck an. Dann liegt es vielleicht bei mir am, wie sagt man, an der Admin-Berechtigung vielleicht irgendwie so. Also Firewall. Kiki, wunderschönen guten Abend dir und ebenfalls Hallöchen. Herzlich willkommen. Ich sage ja immer, iFly geht nie was. Ja, Feldi, ja. Kanö ist dabei. Wunderschönen guten Abend. Ebenfalls dir und ebenfalls das Rosinenbrötchen. Moin, kannst du mich einladen? Na klar, Wolfsgarde, kriegen wir doch hin. Unser alltäglicher Mitflieger. Mal gucken, ob es klappt. Nee, auch da nicht. Gut, dann liegt es vielleicht doch an mir. Verfi, 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 verfi. Ach Gott, ach Gott. Na, ich kann momentan gar keinen einladen. Na schön, ich kann es nochmal probieren, das Ganze zu den Mehrspielern nochmal rauszunehmen. Aber es ist also wirklich, was das anbelangt, grauenvoll. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum das nicht funktioniert. Ah,
Online-Funktionalität live erwähnt Spieler. Okay, speichern. Okay, gehen wir mal hier zurück rein. Mehr Spieler sind weg. Jetzt machen wir sowas nochmal. Mehr Spieler an. Ich habe keine Ahnung, warum der das nicht zulässt. Also manchmal. Manchmal. Machen wir wieder an. Anwenden. Weg. Und jetzt mal Lucky. Nein, immer noch nicht. Ah. Ja, da ist der Wurm drin, Leute. I'm sorry. Es ist einfach, wenn es nicht will, dann will es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Manchmal hakt der einfach. Grauenvoll. Fliege gerade auf Iwao und hatte eben in der PMDG 737-800er meinen Takeoff in Wien. Ah, okay. Sehr schön, Janis. Sinnneustarten habe ich auch gerade getan. Ja, ehrlich gesagt, das würde ich jetzt nicht machen, Chris, weil, wie gesagt, jetzt bin ich gerade einmal drin. Das dauert bei mir zu lange und Stream jetzt deswegen zu unterbrechen, ist ein bisschen doof. Ist jetzt tatsächlich einfach blöd gelaufen. Ansonsten, was vielleicht noch möglich wäre, schickt mir doch mal eine Anfrage über den über die Xbox-App. Manchmal klappt das ja. Ich weiß gar nicht, irgendeiner hatte das gemacht und hat es funktioniert. Gut, nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt mal an. Batterie 1, Batterie 2 an. Und hört auf die Sounds. Ich finde sie cool. GPU. Emergency Lights. Navigation. Und dann sind wir soweit. Für die Kiste. Hier springt der an. Und ihr seht schon. Ne? Sag's nochmal. FPS sieht gut aus. Alle Bildschirme sind an. Und bis jetzt alles gut. Ich hoffe mal, das bleibt so. Die Performance. Ein kurzer Check. Wir haben Payload, wir haben Fuel. Das ist momentan leider noch so. Das muss man hier ändern. Hat sich leider noch nicht so viel, was das anbelangt, getan. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Ich schaue mal kurz auf meinen Simbrief selbst. Der sagt 4000. Also gut, das reicht locker. Wir haben jetzt 5000 drin. Können wir sogar noch ein bisschen runtergehen. Machen da mal 4000 so rein. Das passt. Hier unten sieht man dann auch, das wird angepasst. Und dann hier können wir ein bisschen mehr reinmachen. Machen wir mal so 65%. Dann haben wir 8000, also 8 Tonnen insgesamt. Das ist gut, damit bin ich zufrieden. Können wir so lassen. Gut, FMC-mäßig, was hat sich da getan? Gute Frage. Als erstes gehen wir hier auf Identity. Die macht ja so oder so automatisch. Das spielt dann also auch keine allzu große Rolle. Ich würde sagen, wir gehen hier auf Flight Plan. Dann sehen wir hier nochmal unser momentane aktuelle, unser aktiver Flugstatus. Dann haben wir hier unseren momentanen Flughafen, wo wir uns befinden, also eben in Basel, und wir wollen nach LOWW. Ist übrigens auch eine echte Route. Fliegt tatsächlich, also ich weiß nicht, ob sie täglich fliegt, aber auf jeden Fall ein paar Mal. Jetzt hat er das auch hier übernommen. Ihr seht die Flight ID. Theoretisch hätte der das vermutlich auch übernommen über das IFB. Was ist jetzt los? 854. Jo. 854. Haben wir da die 8 nicht? 54. Ich bin zu schnell. Okay, so. Also, dann als nächstes machen wir den Departure. Wir starten von. Gute Frage. 15 wird gestartet. Und es geht nach Olben 7Y. Apply. Dann warten wir einmal ganz kurz. Da haben wir es. Und jetzt ist es wichtig, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geben wir jetzt nur noch den Endflug ein, also den Endpunkt. In unserem Fall ist das Resia, also Resia. Den geben wir hier bei LOWW ein. Und dann müsste theoretisch der Zwischenpunkt erscheinen. There you go. Jetzt haben wir zwar einen Direct. In der Regel ist es so, der erkennt eigentlich unseren Via. Aber hier wird das jetzt nicht. Also ja, wie gesagt, es gibt ein paar. Ist ja noch nicht fertig, etc. und so weiter und so fort. Wahrscheinlich liegt es daran, ich denke mal. Aber für den Moment ist das meines Erachtens erstmal in Ordnung. Kann man hier einfach, guck, jetzt hat das geschnallt, Z50, der klappt also auch. Dauert einfach ein bisschen länger. Abtan. ABTAN. Ebenfalls nochmal einfügen und dann haben wir das soweit drin. Dann würde ich sagen, gehen wir hier auf Arrival. Runway, wir landen auf der 16 und von dort aus Abtan 2B. Also erstmal ILS 16 und dann hier, ist ja natürlich, war gerade der Wind drin. Das sieht nicht so aus.
Was machen wir denn da schon wieder, Leute? Ah, das ist der Vektor, stimmt. Den brauchen wir ja nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den. So, Abtan 2W, jetzt. Okay, alles klar. Gut, apply. Und dann checken wir das Ganze mal aus. Sieht soweit so gut aus, würde ich sagen. Wir gehen auf Flight Plan. Dann haben wir hier unseren User. Den können wir rauslöschen. So, perfekt. Und dann haben wir das zumindest soweit korrekt. Dann können wir jetzt hier auf unseren Flight Plan nochmal drauf. Preferences, das ist das, wo wir hinwollen. Und dann müssen wir hier mal kurz durchgehen. Also Takeoff Landing Fuel, das wissen wir noch nicht. Cruise Altitude, würde ich sagen, gehen wir mal auf 280. Können wir immer noch anpassen, wenn wir zu tief sein sollten. Zu hoch, ja, oder zu tief. Die Gewichte hat er angepasst von unserem Fuel. Jetzt brauchen wir theoretisch nur noch 30220. Also das mit den muss man einfach langsam machen. 30220. Ja. So, jetzt. Was kommt hier rein? Und dann haben wir 39. Ja, passt nicht so genau, aber ist okay. Wir sind jetzt etwas unter 4000, aber ist trotzdem in Ordnung. Kann man so akzeptieren, würde ich sagen. So, dann schauen wir auf unsere Höhe. 315060. Also 60. 60 Knoten Gegenwind ist schon ziemlich heftig. Aber das soll jetzt für den Moment zumindest in Ordnung sein. Das können wir noch nicht eingeben. Unser Kostenindex lässt sich leider auch noch nicht eingeben. Aber das würde dann alles hier drin stehen. Für den Moment ist das erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Dann versuchen wir mal unseren Simbrief bzw. unseren GSX zu akzeptieren. Nimmt er nicht an. Aber das macht nichts. Wir gehen auf Request Boarding. Schauen wir mal, was er dann macht. Gar nichts. Also nochmal. Swiss International. Gut, die Add-on Courses Engine Restart. Okay. GSX macht in letzter Zeit ein paar Probleme. Also das SO12 hat ihm nicht gut getan, so viel steht fest. Ich habe gerade eine Einladung bekommen. Blöderweise. Sehe ich die noch nicht, Freunde. Das liegt aber daran, weil der meinen Hintergrund nicht zeigen wollte. Jetzt habe ich was. Von Chris. Mal gucken, was er jetzt macht. Schauen wir mal, Chris, ob es geklappt hat. Sehe ich den guten Mann. Das ILS geht endlich. Ich bin mir gar nicht sicher, Chris, ob das funktioniert. Ich habe die Embraer eigentlich schlecht in Erinnerung. Ist die jetzt besser? Ich würde sagen, auf jeden Fall, Brötchen. Auf jeden Fall. Schau mal bitte schnell in Discord. Was hat er mit dem geschickt, der gute Flo? So, also, Jens, ebenfalls, wunderschönen guten Abend hier, ist dein LFSB von Aerosoft, nee, der ist von Justin, der ist von Justin. Bei der Xbox-App bist du off. Ja, dann muss das echt daran liegen. Ich kann noch mal gucken, vielleicht muss ich die Xbox-App kurz anmachen. Mal gucken, ob es das irgendwie klappt. Wir werden sehen, Freunde. Vielleicht liegt es natürlich auch damit zusammen, oder hängt es damit zusammen, besser gesagt. Also drin sollte ich jetzt sein. Mal jetzt gucken. Nee, kann immer noch keinen einladen. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Manchmal ist das ja so, ihr kennt Bescheid, ihr wisst das ja. Das ist manchmal echt nervig. Was ist denn eigentlich jetzt los? Achso, ja stimmt, er wollte den jetzt nicht. Auch das kann ich nicht verstehen. Letztens ging es doch noch mit dem Einladen. Also GSX macht in letzter Zeit echt irgendwie Probleme. Request boarding. Swiss.
Jetzt passiert was? Na, guck an. Okay, also. Ganz wichtig, wir müssen alle Türen öffnen, sonst mault er mich zu Tode. Mal zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Hier wird alles geöffnet. Was cool ist, ebenfalls hier, kann man aufmachen. Und ich bin mir nicht sicher, Leute, aber glaubt ihr, dass die Stühle verändert worden sind? Ich glaube, die haben jetzt hier eine andere Textur bekommen. Die sind irgendwie hellblau, also das gefällt mir ehrlich gesagt auch ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, starten wir als nächstes mal die APU. Ganz simpel, einfach hier oben hingehen und Start. Dann schauen wir einmal kurz auf Packex. Hört euch das an. Sagen both. Yes. Dreiunddreißigtausend Fuß sogar. Mal 3-0. Next. Austrian. Und wieder ganz viele Anfragen. Jetzt ist Gott alles gut, alles gut. Gott, jetzt bin ich mir gerade zugespammt. Chris, ja, ist ja gut. Yes, ist Gott. In der Ruhe. Also. Warten wir jetzt mal kurz. Damit. Ja. Moment, jetzt machen wir hier erstmal 30. Sound ein bisschen leiser. Next. Das hatten wir gesagt. Jetzt muss ich noch schnell mal hier einstellen. Austrian. Okay. So. Gut. Dann checken wir das nochmal ab hier. Die Vollspammerei hier. Vom Herrn der Herren. So wie es aussieht, kann ich sie nicht annehmen, Chris. Sechs andere. Also ich versuche es jetzt noch einmal, indem ich jetzt komplett rausgehe aus den Daten. Mache jetzt einfach mal hier komplett aus. Jetzt wird jetzt wieder eine Weile schlucken. Und dann ist das so praktisch mein Neustart, ansonsten klappt's nicht. Staubsauger geht an. Natürlich, natürlich. Können ja ausmachen oder beziehungsweise hier zumachen. So, jetzt hast du deinen Staubsauger. Aber ich finde trotzdem, sie klingt nicht schlecht. Also, was sagt ihr, Leute? Ich finde es wirklich kein schlechtes Flugzeug per se. Wir könnten mal hier übrigens zumachen. Ich glaube, das geht. Und die Tür kann ich auch mal schließen. Ah, so schließen. So. Die Tür kann man vielleicht auch mal schließen. Ich hoffe, der bault da nicht rum, aber ist zumindest jetzt realistisch. So. Gut, die Yaw-Tempers haben sie automatisch angeschalten. Alles andere sollte soweit in Ordnung sein. Wir werden es mal anschauen, ob ILS funktioniert. Ich habe jetzt aber tatsächlich nichts gelesen, Chris. Also wir werden es einfach mal anschauen. Jetzt aber. Gut, hier unten sehen wir auch noch, welche Tür offen ist etc. Das ist, glaube ich, auch noch neu gemacht worden. Aber ich denke mal, das waren nur kleinere Sachen.
wie gesagt. So, jetzt geht es aber auch schon ans Boarding. Das habe ich gar nicht gehört. Kriegt die Boarden ja schon. Was ist denn das für eine Frechheit? Dann machen wir doch dasselbe, Freunde. So. Machen wir hier mal zu. Okay, also, APU läuft, da muss man eigentlich sonst nichts einstellen. Der geht hier auch von alleine aus. Da kann man nochmal einmal rausdrücken, dann kommt der Knopf raus, wenn man so will. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes hier mal hin und tun hier unsere Höhe eingeben. Und zwar, wie gesagt, 30.000 Füßchen. Dann nehmen wir mal 30.000 raus. Ja, jetzt war das zu viel. So, 30.000. Dann hier einmal FMS. Das ist wichtig, damit der an ist. Aber jetzt haben wir FMS 2. Kriege ich nochmal drauf, kriege ich nochmal hoffentlich. Nö. Ei. Light Director. Jetzt. Okay, also. Dann passt das soweit auch. Dann gehen wir hier auf Vertical Speed. Und geben hier schon mal ein unsere Höhe. Wer das denn will. Kann ich noch keine Höhe angeben? Mei. Vermutlich, weil ich da noch nicht auf Navigation gegangen bin. Ich hoffe mal, das liegt jetzt nicht am DirectX 12. Sonst wäre es natürlich doof. So, Valve ist open, das bleibt soweit okay. Habe es gerade getestet, geht nicht. Das ILS? Dann ja. Hast Anfrage über Xbox bekommen? Ja, habe ich. Hab versucht sie anzunehmen, Chris, aber will nicht. Will nicht, will nicht, will nicht. Eine Chance. Wolf's gerade? Nee, leider nicht. Du stehst bei mir als offline. Ich kann. Ah, ja, stimmt, hey, guter Witz. Ich kann es ja erstmal wieder online machen. Einen Moment. Versuchen es jetzt ein letztes Mal, Freunde. Das wird jetzt noch mal eine Weile gehen. Und dann hoffentlich schnallt das der Gute. Zurück, fortsetzen. Chris hat die Gruppe verlassen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann würde ich sagen, versuchen wir es noch mal neu. Oh, jetzt sehe ich Chris aber gar nicht. Ah, for Pete's sake. Ah, jetzt kommt es langsam. Aber ich kann Wolfs gerade immer noch nicht einladen. Keine Chance. Ja. Kann es leider nicht ändern, Freunde. Wir müssen es so lassen, wie es ist, so wie es aussieht. Verrückterweise stand jetzt aber da, dass Chris die verlassen hat. Ich kann doch mal. DirectX 12 wird in der neuen Version nicht verfügbar. Ja, das steht ja in den Patch Notes alles drin, Chris. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal versucht, weil beim letzten Flug lief es eigentlich ohne Probleme. Deswegen hoffe ich jetzt mal, das bleibt auch so. Sonst habe ich ein Problem, ja. Sonst müssen wir umsteigen. Okay, jemand hat ein Problem mit seinem Koffer, offensichtlich, aber das warten wir jetzt noch ab. Gut, ansonsten kann ich zumindest mal ein bisschen Immersion noch mit reinbringen. Jetzt versuchen wir es einfach mal und wir probieren da gleich mal den hier aus. Ja, ihr seht, da muss ich auch wieder den Zugriff freilassen. Also irgendwie blockiert da wieder zusätzlich was. Microsoft, 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 Microsoft. Gut, die sind fertig. Dann warten wir noch ab. Die paar Sekündchen. Bis der gute Mann da fertig ist mit seinem Beladen. Ja, LNAV steht jetzt zumindest schon mal da. Ich weiß nicht genau, ob der einfach... Ah, jetzt steht das hier auch schon hier.
Ich glaube, der aktualisiert die Refresh Rate. Ist einfach die Katastrophe, ja. Oh, das könnte ein Problem sein. Die Refresh Rate ist das Problem. Also ist der natürlich an, wenn ich jetzt rausgehe. Nee, auch nicht. Ach, verdammt. Ich glaube, es liegt an der Refresh Rate. Das könnte durchaus sein. Egal, wir versuchen es jetzt einfach mal durchzuziehen. So, es geht über Olben. Von dort aus müssen wir mal schauen, wie wir hier weiterkommen. So, von dort aus geht es nach links. Ach so, wir schauen ja nach unten. Alles klar. Gut. Ja, das macht Sinn. Dann fliegen wir eigentlich relativ gut. Ja, das ist wirklich komisch. Das ist seltsam. Sag nur Windhof, ja. Versuche, habe kurz einen geheimen Trick gemacht. Okay, versuch es mal. Drück mal einmal den Toga-Button. Du meinst den hier unten? Moment. Ah, nee, das ist Takeoff Config. Der da. Und dann? Was bringt mir das, Coca-Moka? Übrigens, grüß dich und herzlich willkommen. Microsoft blockiert alles aus dem Browser heruntergeladene. Okay. Totti, es kann durchaus sein. Also ich bin der Meinung, dass der ILS noch nicht funktioniert. Wir werden sehen, wenn wir landen. Also wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Ah, deswegen Roll und Takeoff. Okay, alles klar. Ja gut, das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist dann natürlich, dass wir dann auch schauen müssen, ob der hier die Refresh Rate ordentlich einstellt, weil komischerweise, also die Höhe wird mir angezeigt, aber VS funktioniert irgendwie so lala. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome aboard flight 854 with service to Vienna. Our flight time will be roughly 1 hour and 11 minutes. Please note the cabin door is now closed. We ask that you make sure that all devices are in airplane mode and your larger devices are now shut down and stowed. If you have not already, please fasten your seatbelt and verify it is low and tight as possible. Your tray table seat back must be in the full upright and locked position for departure. Cabin crew, prepare doors for departure, cross-check, verify straps and stand by for all. Jetzt steht Roll auf dem PFD und LNAV ist gearmt. Ah, okay. Ehrlich gesagt, ich habe einfach nur so LNAV gemacht und dann wurde die LNAV auch schon gearmt, aber während des Fluges. Aber alles gut, ich danke dir. Guter Tipp. Guter Tipp, da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, der sei noch nicht simuliert, der Toga-Button, um ehrlich zu sein. Den hatten sie ja mal am Anfang, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, beim allerersten großen Interview, wo sie das Flugzeug vorgestellt hatten, hatten sie es gezeigt, aber haben gesagt, es dauert noch, bis der funktioniert. Also so habe ich es zumindest im Kopf. Electric Button 1 on. Valves sind open, Steering ist off. Gute Frage. Ja gut. Das ist in Ordnung. Der wird dann gestartet mit den Triebwerken. Ein Flugzeug wird angezeigt. Hinten sehen wir noch die Wizz Air. Ich kann noch mal ein letztes Mal schauen. Aber es ist auch seltsam, dass ich euch sehe, aber nicht einladen kann. Also irgendwas ist da echt faul. Geht nicht, Chris. Ich versuch's gerade. Du bist bei mir, glaube ich, gar nicht online. Nope. Du stehst bei mir sogar als offline da. Und ich kann hier auch gar nicht allzu viel anschauen. Verrückterweise, ja, der spinnt total. Also ich glaube, das liegt wieder mal an der Refresh Rate insgesamt vom Flugsimulator. Wo ist er denn da, Chris? Bin ich jetzt nicht mal mehr. Bin ich jetzt blind? Ich scheine wohl blind zu sein. Ah, doch, hier unten. Offline. Stehst als offline, mein Guter. Flo, eine Mitgliedschaft, du Verrückter. Ich danke dir. Für den Sven. Na, guck an. Sven ist übrigens da. Wunderschönen guten Abend. Da habe ich noch mal eine Einladung bekommen. Letzter Versuch. Dann sagen wir einmal Nose to right, Tail to the left. Parking Brakes sind released. Sven, einmal bitte dickes Dankeschön an Flo.
Denn der Svenny bucht hier eine Mitgliedschaft. Müsste das jetzt nicht schon der zweite Monat sein? Kannst du mich adden? Ja, Ducky, leider nicht. I'm sorry, I'm so sorry. Stehe offiziell als... ja, nicht gelistet. Oh, jetzt habe ich auch noch die falsche ausgesucht. Was macht denn der jetzt? Ach du meine Güte. Wo fährt der mich denn hin? Wo fährt der mich denn hin? Totti, danke dir für dein Abo. Und herzlich willkommen in unserer Community. Ja, es wird wieder Zeit für ein neues Update, GSX. Es wird wieder Zeit. Okay, also. Sonnensätze stören. Ah, ja, Moment. So. Also, dann geht's mal ins Starten, Leute. Zack. Einfach hier unten. Run, Start. Das war's schon. Und dann sollte das Baby... Ihr hört schon, Lüftung geht aus. Da geht's schon los. Du bist jetzt in meiner Gruppe. Du, Hauptsache es geht. Hauptsache es geht, Chris. Ansonsten schaut doch mal bitte, wenn sich Chris jetzt eingeloggt hat, dann loggt euch doch mal bei Chris ein. Räuperdinger oder Ducky, einfach mal. Dann sonst eine Anfrage schicken an Chris und dann sind wir trotzdem alle zusammen in einem. Ich guck grad mal, wo bist denn du angezeigt, Chris? Also sehen tue ich dich trotzdem noch nicht. Aber ist egal. Lass uns mal so stehen. Gut, linkes Triebwerk läuft. Aus, rechtes Triebwerk an. Erwähne mal bitte, dass der Chris ein Admin geworden ist. Ich glaube, er liest das nicht im Chat mit. Chris, Mama Mia, geh mal kurz in den Discord. Du bist gerade zum Admin gekürt. Hatten wir ja gestern besprochen. Nur mal so zur Info. Ich finde das mit dem Premium immer noch geil, hihi. iFlies Air Premium. Reisen mit Klasse. So sieht's aus, Kito. So sieht's aus, mein Guter. Ja, ne? Wir wollen ja schließlich ein bisschen mehr Beinfreiheit. Ich finde Premium Economy ist sehr, sehr wichtig. Und für alle, die meinen Kanal so gerne supporten wollen, ist das doch, denke ich mal, eine gute Alternative. Aber natürlich absolut keine Pflicht. Ihr seid für mich schon genug Unterstützung, indem ihr einfach dabei seid. Das ist für mich die größte Freude. Und vor allen Dingen, indem ihr hier in der Community dabei seid insgesamt. Das ist das, worauf es ankommt, Leute. Left is clear, right is clear. Ah, ist der Chris jetzt der EasyJet hier vor mir? Wird jetzt natürlich hier nicht angezeigt. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Aber wir bringen jetzt mal die Kiste hier zum Laufen. Ups, sorry, überlesen. Ja, wird doch mal Zeit, dass du liest, Verehrtester. Wo sollen das hier hinführen? Aber ja, Chris ist dabei. Also Leute, einmal bitte schickt dem Network Chris eine Anfrage. Ich einfach Network Chris adden. Und dann schickt ihr mal bitte eine Anfrage. Der nimmt euch dann an. Und dann könnt ihr dort mitfliegen und seid dann ebenfalls auch hier mit dabei. Auch wenn ich jetzt den Chris hier momentan noch nicht sehe. Wo stehst denn du, Chris? Mal so by the way. Hey, View off. Können wir jetzt ausschalten. Localize bleibt, wie es ist. Bye, bye. Merci beaucoup, Monsieur. Und es geht in die Luft. In die Luft. No slides on. Ja, sagt bye, bye. Wir sagen auch bye, bye. Parking brakes released. Einmal kurz meine Füßchen ausstreckeln. Und dann kann es auch gleich losgehen. Autobrakes zu RTO. Und ja, auf geht's. Kurz ein bisschen Gas geben. Und einmal lenken. Wir lenken jetzt nach links, wenn auch komplett falsch. Ich habe jetzt blöderweise die falsche Richtung ausgewählt, denn vorne habe ich noch GSX kalibriert mit dem richtigen Pushback.
Nein, ich stehe rechts von dir. Ich sehe nichts. Da steht keiner, mein Verehrtester. Ah doch, da ist er. Um Gottes Willen, ich nehme alles zurück. Da hinten steht er. Alles klar. So, also bitte nochmal, Leute. Schickt dem Chris einfach eine Anfrage. Dann könnt ihr hier dabei sein. Wer weiß, vielleicht klappt es ja jetzt auch. Oh, was ist jetzt los? Graphics Device Encounter Problem. Overclocking, Overheating. Nein. Ach. Okay, Freunde. Neustart. Vielleicht nehmen wir ein anderes Flugzeug, hä? Was meint ihr? Meine Fresse. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Gott sei Dank ist es noch nicht zu spät dafür. Aber es ist ärgerlich. Gut, dann beenden wir mal den Flug ganz fix. Close. Ja, und dann bin ich wieder zurück. Okay, kurze Pause für euch, Freunde. Zeit zum Laden. Music. Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft nicht so, wie es soll. Flohsack PMDG. Da müsste ich jetzt tatsächlich wieder mein großer Phoenix A320, da kann ich noch Dummtipps bekommen. Ja, machen wir das. Flo, da hast du heute leider verloren. Das letzte Mal hatten wir auch schon wieder die in der Hand. Ich hatte ehrlich gesagt auch den Phoenix im Kopf. Wir machen heute mal den Phoenix. Nächstes Mal dann wieder. Ich muss jetzt mal hier kurz alles einstellen, Freunde. Das war ja alles so wieder mal nicht geplant. Ansonsten, wie geht's euch da draußen? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, es ist alles soweit in Ordnung bei euch. Lasst mir ansonsten mal ein paar Infos da. Schreibt den Chat voll in der Zwischenzeit, während wir hier wieder 10 Jahre warten, bis der Simulator wieder frisch gestartet hat. Thank you.
Chris, wieso sehe ich dich denn nicht? Willkommen zurück, Freunde. Wenn ich hier auf meinen Anfang denke, ich glaube, jetzt geht's nämlich wieder, aber ich sehe dich nicht. Gut, wir geben jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen hier den Turbo ein. Komischerweise höre ich nichts, ich verstehe es nicht. Irgendwas ist faul mit dem GSX, irgendwas ist faul mit dem. Also ich habe das Gefühl, läuft alles irgendwie nicht mehr seit diesem furchtbaren Update. Ja, ich habe zwar deine Anfrage hier bekommen, aber wieso bist du nicht im Sim? Du bist bei mir aus meiner Freundesliste komplett verschwunden. Ich frage mich gerade, wie das sein kann. Das ist alles. Weil ich weiß nicht, entweder habe ich ihn übersehen, aber hier ist er nicht. Du kannst es sehen. Ansonsten bist du im. Bist du im Microsoft Flight Simulator? Wir gehen jetzt erstmal hier auf. Ja, Boarding. Ja, soll man das jetzt noch durchziehen? Ja, komm, jetzt machen wir es nochmal ordentlich. Okay, Freunde, also, wir starten jetzt mal die Mutti links, rechts und dann einmal Sound an. Ja, vielleicht nicht schlecht. Externe Power. Links, rechts, Mitte. Und dann einmal hier unser Overhead-Panel. To the light. Ebenfalls das hier, to the light. Und unser Tablet einmal anmachen das Ganze und dann hier wieder da drauf. Und dann hoffentlich bekommen wir auch die originellen und richtigen Anzeigen von Simbrief in die Nudel gesenkt. Ich habe getappt. So. Da ist er. LFSB nach LOWW. Das Ganze einmal hier rein. Instantly, thank you. Dismiss brauchen wir nicht. Dann gehen wir hier auch gleich auf GSX. Maul du so wie du willst. Nochmal. Ja, also das ist manchmal muss ich das über das hier machen, der schnell geht nicht mehr. Also ich glaube wirklich, das blockiert, wenn ihr mich fragt, hier blockiert irgendwas nochmal zusätzlich. Request Boarding. Swiss. Ah. Das ist aber tatsächlich das Problem, was ihr jetzt hier seht. Das ist das Problem von der Phoenix. Das kann ab und zu mal vorkommen. Habe ich gelesen. Wird einfach mal etwas falsch angedockt, aber das ist jetzt egal. Wir lassen das jetzt so. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. So, dann wollte ich nochmal hier kurz gucken. Ah, ich glaube, ich weiß, was eines der Probleme war. Ihr seht es schon. Warum zum Geier hat der wieder hier die High Resolution? Ich will TAA. Der 2. So, jetzt ist das Ganze nämlich auch wieder schärfer. Manchmal schnalle ich es nicht. Der schaltet automatisch wieder meine Grafikeinstellung zurück. Oh, da muss ich übrigens nochmal gucken. Nicht, dass der jetzt wieder. Nee, das passt zumindest. Na, immerhin etwas. Okay. Okay, Freunde, schön, dass ihr noch da seid. Will alles nicht. Boah, das Problem hatte ich auch mit Bauer Patrick bei mir im FSM. Bei mir im MSFS bist du on. Ach, dann schick mir einfach nochmal eine Frage im MSFS selber. Wir machen mal auf both. Mike White, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen heute im kleinen Desaster-Mittwoch. Ja, was soll ich sagen, Leute? Klassiker, aber wir schlucken es jetzt einfach mal in aller Ruhe. Gott sei Dank ist der Flieger hier relativ schnell kalibriert. Deswegen bin ich jetzt da mal guter Dinge. Aber es nervt schon massiv. Also, keine Ahnung, was da schon wieder los ist. IRS Initialize, Confirm, Align, Return. Dann geht es auf AUA, sind wir. AUA und 854. Danach Kostindex. Müssen wir mal schauen. Also einen Moment kurz, Leute. Ich gebe hier den Simbrief ein. Danach bin ich wieder für euch da. Ist alles gerade echt gefummelt. Also 34 Kostindex. Die Route bleibt dieselbe, Gott sei Dank. Also 34 Kostindex. 330 machen wir mal hier als Höhe. Danach gehen wir auf Next Page. Was haben wir für Gewichte? Gewichte 61 glatt, auch nicht schlecht. Und 31,2 bzw. 29,5. 29,5 und 61. 61, hoppala. 61 glatt. 29,5. Zack. Blockfuel. Weiß ich gar nicht. 4000 ist es. Ist ein bisschen wenig. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Was sagst du, Sündhof? Ja, eben. 6000. Wieso hat der hier 4 drin? Das lassen wir so nicht. Können wir so nicht akzeptieren. Quatsch, 6000 steht ja auch hier unten. Ich verwechsel das jedes Mal. Cargo und Planned Fuel. Ich verstehe es nicht. Also 6,3. Chris, ja, Moment.
Geht gleich los. So. Hoffen wir mal, dass es klappt. So. Also 6,3 Primary Loss, das brauchen wir noch nicht. Danach geht's auf unsere Flight Plan. LFSB, wir starten von der 15 nach wie vor. Und es geht von dort aus auf die Elbe. Nee, Olben. Olben 7N. 7S. 7S oder N? 7S müsste das doch sein. Ja, nee. 7N. What? 7Y? Das ist irgendwie seltsam. Jetzt lassen wir mal 7S. In der Regel, glaube ich, ist das 7S. Das ist okay. Okay, dann wieder auf LOWW. Da wollen wir landen. Wir landen auf der 16. Das stimmt auch noch so lange. Ja. Und zwar 16. 16. Alpha 2W. Irgendeine Transition. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Insert. Gut. Flight Plan ist okay. Wir gehen auf Preferences. Dann schauen wir mal hier kurz auf unseren Pack-Ex. Den wollen wir jetzt auch durchziehen. Das ist mir jetzt egal. Ich will jetzt die volle Lotte. Vielleicht ist das Boarding Direct. Also es geht hier schon los. 31.000 Fuß, das bleibt. Wir gehen auf Next. Das bleibt auch. 320 bleibt auch. Wir machen mal ein bisschen weniger. Nein, dann haben wir ein bisschen schneller die Leute drin. 140 muss reichen. 141 geht auch. Okay, Ambiente motiviert. Nein, wir gehen auf Ambiente. Ambiente heute relax, es ist Feierabend und dann gehen wir auf Austrian Safety öffnen. Start. Zack. Was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt geht meine Maus. Mein Gott, hast du Probleme, Windows? Ehrlich, das läuft also furchtbar. Gut, also das Ganze hier hoch. Also das SU-12, Leute, wirklich, es tut mir leid, aber es hat uns echt nur Mist beschert anstatt Gutes. Also die E-Zähler sind hier definitiv nicht gut weggekommen mit diesem Update. Das ist also wirklich in meinen Augen sehr, sehr schlecht. Traurig, aber wahr. So, 10.18 für unsere für unser Barometer. Dann einmal hier 33.000 Fuß eingeben. Pikas, den können wir auch schon mal kurz aktualisieren. 100. Das Ganze hier auf, einmal auf links, zweimal auf rechts. Sehr schön. Auto on. Ene, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zum Disaster-Stream heute. Im Overhead noch Crew Oxy anschalten und links drüber Intercom für Flight Recorder aktivieren. Crew Supply, das mache ich aber später. Oder was meinst du? Noch Crew Oxy anschalten. Crew Oxy. Also hier. Crew Supply meinst du? Das mache ich in der Regel eigentlich immer, wenn ich APU anhabe. By the way, die können wir jetzt starten. Für Flight Recorder aktivieren. Über den Intercom. Einfach hier, der Ground Center, oder wie? Das ist mir tatsächlich auch neu, Gnome. Somit wird auch das auf dem Stimmrekorder aufgezeichnet, wenn Absprachen, Pushback etc. erfolgen. Ah. Ah. Ah ja. Habe auch momentan versucht, mein GSX zum Laufen zu bringen, funktioniert aber leider immer noch nicht. Immer noch nicht oder noch nicht richtig. Muss mal wirklich schauen, das ist so eine, ich habe das Gefühl, das ist wirklich so eine Berechtigungssache schon wieder. Der schnallt oder der versteht das noch nicht so ganz, was er machen muss. Externe Power bye-bye. Aber ich glaube wirklich, das liegt in dem Fall wieder an Asobo. Das ist eigentlich in der Preliminary Checks mit drin, zumindest und Luke Gnome, ich danke dir. Ich sage ja, ich bin immer wieder offen für interessante und vor allen Dingen auch wichtige Informationen. Werde ich mir merken, Ground Center. Also CTL. CTL. Ja. So, dann machen wir PWS. Ist eigentlich schon noch zu früh, aber machen wir mal ein Company Message. Die wollen wir auch mal kurz Azu
Und dann gehen wir hier auf Azu, AOC Menu, Received Messages, Load Sheet, Accept. Und den unteren können wir auch gleich noch Accept, -U, Return. So. Gut. Dann gehen wir jetzt auf unsere Preferences Page. Das wollte ich eigentlich zuerst. Wir starten von der 15. Also die 15, Try noch. Dann einmal hier das Load Sheet, Sync Load Sheet und dann hier ebenfalls unsere Wetterdaten. Calculate. Wir hoffen mal, dass der einigermaßen was Gescheites ausspucken kann. ...152, das ist mir schon wieder zu blöd. 152, das sind echt ganz schön schwer. Ja, 61 Tonnen, das ist nicht wenig, aber... ja gut, bei Flaps 2 lassen wir. Also, 1,52, 1,53, 1,56. Hm. 1,52, 1,53 für VR, 1,56 für V2. Danach geht's auf Flaps 2 down 0. Und was sagt der Flex Temperature? 66. 66. Beautiful. Ah, okay. Wir machen eine starke Rechtskurve. Direkt danach. Frankreich. Direkt nach Frankreich. Eifel hat das nicht so mit dem Roleplay. Naja, bei mir ist es in der Ruhe, Freunde. In der Ruhe. Eieieiei. Seid mal nicht so, genau hier. Das ist ja Wahnsinn. So, sind ja ein, wie sagt man, entspannter Flug, ne? Aber, wie gesagt, immer offen für interessante Infos. So, einmal kurz auf Controls. Die sind independent, die wollen wir verlinken. Gut. Was haben wir denn hier drin? Minus 29 Minuten, sagt er uns schon. Ah, plus, also sind wir theoretisch schon drüber hinaus, aber das ist jetzt nicht wichtig. Gut, hoffen wir mal, dass jetzt GSX einigermaßen richtig läuft. Der Rest hoffentlich auch. Wo ist denn der Rest von euch? Da haben wir Network Chris. Ah. Ja, jetzt ist natürlich Wolfs gerade wieder rausgeflogen. Jetzt kann ich den vermutlich nicht einladen. Ah doch, kann ich. Wolfs gerade, es kommt nochmal eine Einladung für dich rein. Ich weiß gar nicht, Danny, ist der noch da? Ansonsten bitte einmal schnell nochmal reinmachen. Oh, jetzt! Ah, fällt die wieder. So, waiting for close action left. Das passt. Wie sieht's hier aus? Das passt auch soweit. Gut. Gibt's noch freie Plätze? Na klar, Ene. Na klar. Kommt gleich raus. Wo ist er denn, der gute Mann? Da unten ist er. Zack, Einladung ist raus. Einmal bitte anschließen. Es geht heute von Basel, Ball. Sitzt da vorne der Euro Airport von JustSim in diesem Fall. Nach LOWW, also Wien. Dem wundervollen Wien. Machst das super. Ich danke dir, Kito. Immer in einer. Wolf ist bei mir drin. Ja, ich habe eine Anfrage geschickt, Chris. Oder ansonsten du, ich weiß ja nicht. Ja, bin da. Siehst du, hat geklappt. Also Enes ist raus. Ich hoffe mal, das klappt jetzt auch. Sieht aber gut aus. Wir sind da jetzt mal guter Dinge. Da würde ich jetzt aber sagen, lass ich FSLTL sein. Da soll ich den trotzdem reinladen. Ja, wer weiß nicht, dass er dann nochmal überhitzt. Weiß ja nicht, was das mit der Überhitzung zu tun hat. Ich denke, das ist einfach nur ein Crash der Desktop. Und sie schieben es dann wie immer auf die Grafikkarte. I don't know. Auf jeden Fall, es muss definitiv was gemacht werden. So ist das nicht in meinen Augen korrekt spielbar. Momentan zumindest. So. Also, Asobo. Mach mal was. Gut. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Dann sind die soweit. Dann würde ich sagen... machen wir hier Bye-Bye. Dann machen wir hier wieder mal den Sound ein bisschen leiser. Doch, ist auf 11%. Das passt. Gut, dann gehen wir hier wieder auf GSX und sagen einmal Prepare for Pushback and Departure. Ah. Der fährt weg. Jetzt seht ihr gleich, müsste der wieder gerade werden gleich.
über meinen Ratzer. Please note the cabin door is now closed. We ask that you make sure that all devices are in airplane mode and your larger devices are now shut down and stowed. If you have not already, please fasten your seatbelt and verify it is low and tight across your lap. Your tray tables and seat backs must be in the full upright and locked position for departure. Flight attendants, please prepare cabin for departure and cross-check. Departure check completed. Bypass pin inserted. Oui, monsieur. Perfection. Numéro 2 heute. Numéro 2. Machen wir hier. Ein bisschen frische Luft. Juhu. Alles klar da draußen, Leute. Wunderbar. Ich kriege hier gar nicht Network Quiz angezeigt, das nur von außen. Das ist irgendwie auch doof. Jetzt versuchen wir es mal andersrum. Left, right. Machen wir mal hier gleich wieder zu. Davor muss ich ja hier natürlich den wegmachen. Da muss ich auch mal umdenken. Ground Services. GPU, bye bye. Das bye bye. Locking Gear. Machen wir den hier wieder zu. Im Cruise spätestens kannst du die Packs auf Low stellen. Da weniger als 141 Passagiere, wenn ich das richtig sah. Genau. Aha. Hier kann man übrigens auch noch auf das normal vermuten. Okay, dann macht man hier auf Low, beziehungsweise auf Low, in dem Sinne einfach... Ah, hier, Pack Flow. Ja, alles klar. Oui, monsieur. Un moment, s'il vous plaît. Commencing push. All engines clear. Start at will. Gut, dann machen wir das doch. Mode to start. Und wir starten das zweite Triebwerk, wie wir jetzt ja gelernt haben. Denn da ist die PTU. Schauen wir hier nochmal kurz, ein bisschen runter. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the screen for an important safety demonstration. Thank you for flying with us. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher unter dem Vordersitz oder im Gepäckfach über dem Sitz verstaut ist. Bitte beachten Sie, dass ich bin gerade von Pescara nach Tirana abgehoben und sehe, dass der Embraer weg ist. Was ist denn da passiert? Ja, abgestürzt. Also nicht abgestürzt im Sinne von abgestürzt auf dem Boden, sondern abgestürzt im Sinne von Sim-Bye-Bye. Hat wieder mal eine Warnmeldung. Ich glaube aber, es lag am SU-12 oder es kann natürlich auch sein, dass wir DirectX-12 benutzt haben statt DirectX-11. Kann durchaus sein, dass das eines der Probleme war, aber jetzt gehen wir lieber mal auf Nummer sicher. Nicht so viel Input für iFly. Feldi! Der Typ ist wieder mal frech. So, linkes Triebwerk läuft, rechtes Triebwerk, andersrum, rechtes Triebwerk läuft, linkes Triebwerk an. Lapp. Mal wieder Mann, ja. SU-12, also wirklich Microsoft bzw. Sobo muss hier dringend sofort ein Hotfix liefern. Also man hört es ja nicht nur von mir, es ist ja, man muss ja nur ein bisschen durchlesen in den Foren. Die Leute haben so viele Probleme mit dem Flugsimulator momentan, das ist echt übel. Also es wird höchste Zeit, dass da irgendwas passiert und das wirklich in absolut zeitnaher Nähe. Spätestens diese Woche muss was rauskommen, also das ist so nicht mehr spielbar. SU-12 bis jetzt das schlechteste Update, so viel steht fest. Was mit welcher Engine zuerst startet, hängt von den SOPs der Airline ab, in welche Richtung man pusht. Ah. Ich dachte, wegen der PTU macht man sonst immer Flaps 2. Flaps 2, Engine 2. Flaps. Check. Ah, da hinten haben wir eine. Wolfsgarde, du bist irgendwie gar nicht da. Oder bist du jetzt überlappend? Ist irgendwie seltsam. Egal. Also, was willst du? Du willst von mir meine Confirmation, den kriegst du. APU Bleed, bye bye. Master Switch APU, bye bye. Gut. Ah, dann müssen wir die hier vielleicht noch auf Norm setzen. Und
Floodlights machen wir auch nochmal schnell an, damit das Ganze hier vorne ein bisschen besser aussieht. Gut. Frank, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Mittwochstream. Schön, dass du dabei bist. Schon wieder ein Crash der Desktop. Naja, weiß nicht, ob man das so nennen kann, Jens, aber ja. Ein Stück weit auf jeden Fall. Ärgerlich das Ganze. SO12, 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 SO12. Tow track disconnected, bypass been removed. Left is clear, right is clear. Nee, ich glaube, bei EasyJet zum Beispiel startet man zuerst von Engine 1, aber ich bin mir auch nicht sicher. Okay, du nicht, aber viele Leute sagen, dass die AMD-Treiber ja so schlecht wären, aber ich bin zufrieden, höre von Nvidia-Besitzern, dass sie Probleme haben, beziehungsweise, also nicht nur du. Ja, ja, also es kann durchaus sein, dass das auch mit der Grafikkarte zusammenhängt, das ist richtig. Aber ich glaube auch insgesamt, SO12 hat einfach Probleme. Also da muss man gar nicht so lange, ich glaube wirklich, das liegt allgemein, die haben irgendwie Probleme mit der Performance und mit dem Rüberbringen. Ich vermute mal wieder der Klassiker, die haben irgendwas geöffnet, was sie hätten nicht öffnen sollen, keine Ahnung. Kenne in EU keine Airline, die es anders macht. Hintergrund ist, dass bei den älteren Modellen Linkscreen keine E-Pumps existiert und die PTU dennoch für Druck sorgt. Okay, E-Pumps nur für Yellow und Blue. Also, damals eine E-Pumps haben wir also nur für Yellow und Blue. Okay, und die Greens ist bei Engine 1. Ja, das sehen wir es ja auch, ne? Okay. Ich lerne. Habe beispielsweise mit der MacDo beim FMGC die Active NAV Database von Januar bis Februar stehen. Glaube, das war auch schon mal aktueller. Oder wie kann man das da aktualisieren? Über Active NAV Database. I don't know. Weiß ich nicht mal so genau. SO12 ist wirklich nicht gut, aber Asobo hört man nichts. Doch, ich meine, die arbeiten dran. Also zumindest ab Tag 1 gab es ja so einen riesen Shitstorm. Da haben sie schon gesagt, ja. Nicht nur die Treiber, das ist das Dumme. Ja, eben, ich denke auch. Hängt nicht nur davon ab, aber kann gut sein. Hab Navigraph-Abo. Dann müsste eigentlich das automatisch gehen. Musst du gucken, Kitun. Normalerweise bei Navigraph, du hast ja den Linker hoffentlich. Machen wir alles im Flug. Jetzt heben wir erstmal ab, Leute. Wir müssen jetzt erstmal in die Luft, das ist ja grauenvoll sonst. Also, dann machen wir erstmal Parking Brake released und dann Flaps 2. Kiste mal vorwärts bringen. Config Test können wir schon mal machen. Können wir schnell so, ja, Flaps 2 ist nämlich fertig. Okay, sehr gut. Sorry. Mal wieder mal zu schnell. So, jetzt Config Test normal. Alles gut, wunderbar. Aber so als Superfilm für mich Amateure, aber als Programmierer habe ich da kein Verständnis für. Naja, es ist zwar okay, aber ich denke mal, du darfst nicht vergessen, Chris, da hängt so vieles dazu. Das ist ja nicht nur einfach nur so ein bisschen easy. Ich meine, bei so einem riesen Ding wie jetzt zum Beispiel der Flugsimulator, ich meine, das ist ja auch. Ist ja auch eigentlich typisch, es gibt irgendwie immer Probleme. Eine Update läuft einfach gut, das andere läuft einfach weniger gut. Ist so eine Sache. Also ja, es ist natürlich blöd, keine Frage. Sie müssen jetzt einfach, wie immer, einfach schnell reagieren. Relativ schnell oder so schnell es ihnen einfach möglich ist. Weil das ist natürlich, finde ich, schon essentiell wichtig. Feldhase. Ja, wir Grab Update machen. Ja, wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Aber in der Regel, ich weiß nicht, ob du diesen Navigraph, wie heißt das denn, dieses Navigraph-Programm hast, der automatisch dann in deine Flieger die ACAS korrekt installiert. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, wenn die aktualisiert werden, ob die ersten schon mal ins Richtige gehen. Gelöschte Nachricht aufrufen, hier ist. Nightbot, what have you done? Peldi, warst du das? Ja,
Ich sag's dir, mein Verehrtester, mach mir bloß keinen so Käse. Auch schon gemacht, schlappt eventuell hier wegen VPN und Security-Krams. Weiß ich nicht. VPN sollte da in der Regel eigentlich keine Probleme machen. Hatte bis vor kurzem auch noch nicht das neue FSUI PC-Update. Das hat ja auch Ruckler gebracht. Ja, aber das habe ich ja gemacht, wie dieses eine Video, was ihr in den Discord reingestellt habt und dann diesen kleinen Zusatz hinzugefügt. Und seitdem, glaube ich zumindest, war relativ Ruhe. Ah, ich sehe gerade, mit dem A320 nutzt man die gelben Linien, eher nicht die Blue oder Red. Also, steht in der Airport-Info-Charts, aber wenn das erlaubt wäre, Wingspan. Okay. Hast du nicht die 33 beim Start? Ne, 15. Sag mir jetzt bitte nicht, ich habe mich schon wieder verlesen. Nö. 15, 15, 15. Ich gehöre zur speziellen Sorte. Simbrief, wir wissen ja, der eine kriegt das, der andere kriegt was ganz anderes. Na gut. Landing Lights on. Wir sind von der frühen Sorte. Strobe Lights, habe ich gehört, soll man immer on machen. Werden prinzipiell immer on geschalten. Ich lasse jetzt trotzdem mal auf Auto. Je nachdem, was ihr sagt, Leute. EDDN benutzt man, nutzt ich eigentlich oft die Orange mit dem A320. Gucke mal, was die Charts sagen. Ja, mach das mal. So. Ready for start, Freunde. Strobe Lights lassen wir, wie es ist. Der Rest bleibt so, wie es ist. Ich bin soweit. Bring mir die Kiste jetzt mal in die Luft. Wir hoffen, dass unser Flugi nicht wieder abstürzen will. Machen Rolling Start. Engines to 40%. Stabilized. Climb flex. Let's go. Airspeed is alive. 80 knots cross checked. 100. Rotate. Positive rate. Gear up. Und es geht auf Richtung Basel. Und dann gleich die starke Rechtskurve. Ich würde sagen, wir überspringen den Punkt. Sagen gleich direkt, was ist denn das? SB612. Dann machen wir mal direkt 14. Der da. Yes. Insert. Perfekt. Ab nach rechts. Windig, windig heute, Leute. Climb Trust Set. Nase runter. Und wir sagen bye-bye. Warum ist denn? Bye-bye Basel. Adiosos. Flaps 1. Sehen wir das Basel.
So, Speed Brakes and Arm. No slide off. Windig, windig hier oben. Man macht die Strobes auf On, wenn man auf die Bahn rollt. Du kannst auf Auto lassen, aber dann gehen sie erst in der Luft an, wenn die Flieger, wenn der Flieger... Was ist denn jetzt los? Don't do anything stupid. So, Autopilot an. Flaps 1, Flaps 0. Ja, also nochmal. Gehen Sie erst an, wenn man in der Luft ist, wenn der Flieger merkt, dass kein Weight mehr auf dem Gear ist. Ah, gut, alles klar. Okay. Ist aber auch seltsam, dass es dann überhaupt die Autofunktion gibt, weil theoretisch ist es ja immer dämlich. Da macht man ja lieber doch auf On, wenn man auf die Startbahn rollt. Ich dachte, der geht tatsächlich an, wenn man auf die Startbahn rollt. Das ist blöd. Standard. Machen wir hier einmal kurz nochmal. So. Bisschen lauter das Ganze. Wir hier einmal an. Sound ein bisschen runter. Ihr wisst Bescheid. Music Time. So. Morgen kommt schon wieder ein neues Schmutz A320 Echo in den Marketplace, MSFS. Und alle Kids kaufen sich dann den Müll wieder. Naja, niemand ist gezwungen. Man muss sich ja nur ein bisschen erkundigen und schauen, ob das Sinn ergibt, ne? So, 10.000 Fuß haben wir gleich erreicht. Ja, dann machen wir jetzt schon mal das Landing Lights off. Ich habe zwar keine CTTs, aber dafür spawne ich an der Runway, wenn ich mich an den Gate stellen will. Auch ganz komisch. Hast du da die richtige Einstellung gemacht, Mike? Geh mal in Discord on, bitte. Ah, zu Ine. Okay, alles klar. PMDG, der neue A320 hat auch EFB. Habe ich auch gehört. Ach, echt nervig, wenn man weiß, dass, dass Leute kaufen und denken, sie kriegen was Gutes. Ja, ja, Jacob, weißt du, ein bisschen ist da jeder so selber schuld. Ich meine, man kann ja da wirklich auch sich ein bisschen schlau machen und gucken, ist der Flieger auch wirklich interessant, bevor ich es kaufe. Was soll man sagen? Weißt, ich vertrete ja da schon so ein bisschen die Meinung, wenn die Leute so schwierig oder nicht so, so gut überlegen und dann hinterher sich dann wundern, warum das nicht so gut ist. Ich meine, ne? Ist schwierig. Ich mache sie immer on, wenn ich draufroll. Ja, nee, ist gut. Werde ich mir merken. Also, bei den Parkstands sind die Linien eingemalt und mit Nummer versehen. In der Legend steht, dass maximal, dass die Max Windspan eine Engine Road 30 Meter, zwei Engine Rote
Ach so, rote in dem Fall. 30 Meter und 2 rot, Engine blau. 36 Meter. Aber das Airport zu Airport anders. Mhm. Ich liege an dem Punkt, an dem Gate und stehe jedes Mal an der Runway. Ja, du musst natürlich sagen, dass du auf 100 starten willst. Du musst sagen, Mike, Abflug. Also du klickst auf den Punkt und dann sagst du Abflug. Also du musst das nochmal bestätigen. Nicht einfach nur da draufklicken, weil das ist klar, dann passiert da nichts. Du musst draufklicken und dann sagen Abflug. Ne? Und dann sollte das gehen. Beim zweiten Mal spawnen geht es, okay. Erst nach dem zweiten Versuch klappt es dann. Hm, okay. Okay, dann scheint ihr wohl beide dasselbe Problem zu haben. Was ist die Legende? Nicht Engine. Ach so, alles da. Einige, ach Gott. Ja, ihr müsst verstehen, bei mir steht das ein bisschen klein. Ich sollte mir vielleicht auch noch meine Brille kaufen. Danke dir, Gnome. Danke, danke, danke für die Infos. So, es geht in die Suppe. Into the soup. Das ist ein Bug. Ja, tatsächlich habe ich den Bug, Gott sei Dank, bis jetzt noch nicht. Aber ja, also kann durchaus sein. War mir jetzt einfach nur nicht bekannt oder geläufig in dem Sinne. Wir sind auf jeden Fall hier im Gemüse, ihr seht es schon. Erst Flieger auswählen und dann die Departure. Ja, das mache ich prinzipiell eigentlich. Vielleicht liegt es auch daran. Momentan ein bekannter Bug. Mhm. Kama, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Das ist aber nicht die Embryo, wie ich im Titel, oder? Nee, leider nicht. Hat sich aufgehängt, wir mussten nochmal neu starten. Xbox, Namen, Freunde. Weiß jemand, ob man sich das Bremsen auch auf eine Achse am Throttle legen kann? Natürlich. Habe noch nicht einen übrig und habe Vollbremsung auf einer Taste satt. Ah, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, doch, das müsste gehen. Schau mal einfach in den Einstellungen. Du hast ja dann normalerweise die Empfindlichkeit der Achse und dann kannst du rausfinden, welche Achse das ist. Und theoretisch kannst du die Bremse dann damit belegen. Soweit ich weiß, müsste das gehen, Xbox. Sollte gehen, ja, finde ich, meine ich auch. Xbox, ganz wichtig, ich weiß nicht. Ich glaube, mein guter Mann, du bist noch nicht auf dem Discord-Channel. Ansonsten, tu mir mal bitte einen Gefallen und schreib mich irgendwie an. Schreib mich mal über die Xbox an. Meinetwegen über die Xbox-App, wenn es denn sein muss, aber am einfachsten würde ich sagen, wäre es mir echt, oder am liebsten wäre es mir echt über den Discord-Channel. Schau mal bitte, ob du da drauf kommen kannst auf den Discord. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Also einmal bitte irgendwie anschreiben, irgendwie kontaktieren. Ganz, ganz wichtig. Also bitte, bitte, bitte. Gut, dass du nämlich da bist. Ich wollte nämlich schon gucken, wie ich an deine mehr oder weniger Anfrage komme. Wir hatten uns zwar schon mal in eine Freundesanfrage geschickt, aber es war mir dann irgendwie doch ein bisschen zu knackig. Beziehungsweise dachte ich, vielleicht ist es einfacher, oder allgemein, du musst sowieso dann mal auf den Discord. Also ich meine, von daher, schau doch mal bitte, ob du mal kurz auf den Discord kommen kannst, allgemein. Oder ob du vielleicht nicht auf dem Discord bist. Also ganz, ganz wichtig. Aber so umgehst du den Bug, was ich deswegen geflucht, bis ich das rausfand. Okay, seit wann gibt's denn den Bug-Gnome, sag mal? Also mir ist der echt total unbekannt. So, bin jetzt im Descent. Wichtig. Ja, wichtig, unbedingt, sehr wichtig. Oder einmal Discord auf dem Handy laden. Ja, unbedingt. Xbox, Pflicht, Pflicht, Pflicht. Ganz, ganz wichtig. Also wie gesagt, Xbox, einmal auf deine Settings gehen für diese Option und dort müsstest du theoretisch schon sagen können, Bremse. Du musst aber, glaube ich, zuerst die Achse auswählen und danach sagen, welche Achse oder welche Funktion das... Um Himmels Willen! Okay, versuch es mal über Discord. Business-Anfragen bitte über Xbox. Nö, nö, nö. Discord, Discord, Discord. Unbedingt Discord. Keine Ahnung, hab erst mit MSFS angefangen. Wo es den Phoenix und PSDG 738er gab. Okay. Das ist tatsächlich ein bisschen spät.
Hättest da tatsächlich schon 737 reinkommen können, nur mal so zur Info. Aber da hattest du schon den Bug, also auch zu der Zeit, weil das ist ja dann auch schon eine Zeit lang her. Da müsste es ja theoretisch letztes Jahr im Oktober gewesen sein, weil da kam ja dann der 738 raus, ne? Mache ich, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also versuch das mal, ja. Die Info vom Gnome ist tatsächlich informativ. Kann durchaus sein, dass es daran liegt. Aber eben, mich wundert es einfach nur, weil ich lese ja auch sehr, sehr viel in den Foren rum. Und dieses Problem habe ich jetzt wirklich noch gar nicht gelesen. Deswegen, weil jetzt sagt, das ist ein bekannter Bug. Ich dachte wirklich so, die bekannten Bugs kenne ich jetzt mittlerweile, aber offensichtlich dann auch nicht. Naja, habe eher im Februar angefangen. Ah, sogar so spät. Jesus Gott, da bist du ja erst einen Monat. Mit WoW selbst, die Classic zu toxisch, als mit WoW selbst bei Classic zu toxisch wurde. Okay, verstehe ich das richtig, Gnome? Willst du mir jetzt also erzählen, du hast WoW gespielt und bist dann von WoW auf Microsoft Flight Simulator gewechselt? Was? Das gibt's jetzt auch nicht so oft. Der Bug war bei mir schon vor dem SO12. Ja, ja. Also deswegen. Mich wundert es einfach nur, dass ich überhaupt noch gar nichts von dem Bug gehört habe. Weil ich dachte wirklich, ich habe mich jetzt auch schon mit so vielen Sachen beschäftigt. Und tatsächlich ist der mir komplett neu. Ah, schaut euch das an, Leute. Die Alpen. What a beauty. Den Bug habe ich dir letztens im Discord erzählt. Flo, um Gottes Willen. Really? Oh Gott. Man kennt nie alle Bugs. Ja, das stimmt allerdings. Jeder hat wohl einen anderen Bug im Sim. Ja, das ist auch wahr. Zeitvertreib ist Zeitvertreib. Jesus, Gnome. Aber dafür dann, dass du schon so reiches Wissen über den Airbus hast, das überrascht mich. Also allgemein. WoW auf MSF ist auch guter Tausch. Ja, das kann ich so stehen lassen. WoW kann man ja auch fliegen. Ja, mit Dragons, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das habe ich jetzt auch irgendwie das erste Mal gehört. Jemand, der von WoW auf MSFS wechselt. Okay, kann man machen. Ne? So ist es nicht. Aber ist jetzt doch nicht irgendwie sowas, was man jetzt öfters hört. So. Wenn wir jetzt schon dabei sind, Freunde, checken wir einmal kurz. Ja, und da sehen wir schon die Katastrophe, wo der uns hier hinleiten will. Das geht so nicht. Da müssen wir mal checken, was wir eigentlich hier für einen Anflug machen. Was für eine Wire vor allen Dingen benutzen. Weiß nicht, ob ich ihn jetzt überlade. Also ich habe echt das Gefühl, mein Rechner muss ganz schön arbeiten. Also das ist alles nicht so, wie es sich gehört. Es ist blöd, dass man nicht downgraden kann, dass man nicht wieder das SO11 drauf machen kann. Also ich hätte es echt nicht gedacht, Leute. Ich habe echt gedacht, SO12 bringt uns den Changeling schlechthin und dass das insgesamt flüssiger läuft. Aber da hat man wieder Asobo ein bisschen zu viel versprochen. LOWW und dann gehen wir auf Approach und dann gehen wir auf die 16 und dann checken wir mal, von wo aus wir kommen. Das ist wahrscheinlich die D1308. Schauen wir mal kurz, ob wir die anfliegen. D1308. Ne, von der W671. Also, das ist wahrscheinlich die dann hier, ne? Ja. Einfach wäre einfach. Na schön. Gucken wir mal, welches da wir benutzen. Hat mir ja gesagt. Wo haben wir sie denn? Rival, die haben wir nicht, nein. No. Nee. Abtan. Abtan 2W da. Okay. Das heißt, bei Ballard. Ja, okay. Und dann vom Ballard aus direkt. Ist das wirklich so krass? Na gut, wir können mal schauen auf die Airnav. Airnav. Approach 16 RNP. Was haben wir denn da? Okay.
Oder gibt es sonst auch irgendwie keinen Anflugvektor? Das ist der. Das ist der. Na ja, gut, dann müssen wir einfach langsam ran. Ist 16 wahrscheinlich einfach der unpassendste Landebahn. Oder die unpassendste Landebahn. Ohne jetzt eine Diskussion loszutreten, die PMDG TC6 funktioniert auf dem PC oder nur Marktplatzversion auf dem PC nicht, weil der PMDG-Flieger ja diese Woche auf der Xbox repariert erscheint. Oh, gute Frage, Xbox. Also ich weiß, das ist auf jeden Fall ein ganz schönes Gefummel. Also wenn du dieses Baby fliegen willst, musst du dich ganz schön reinfressen. Da haben wir Feldi tatsächlich als Experten. Feldi, hau mal raus, du hast doch die, du hast doch die DC6 von PMDG. Bitte nicht mit Essen anfangen. Ach, wieso denn? Hab den A320 und die 738er als Mechaniker betreut. War öfter per Captain's Ticket und Cockpit mitgeflogen und hab die SOPs AB Lufthansa mitbekommen und auch Zugriff auf die Docks gehabt. Ah, guck an. Ja, das, und dann spielst du WoW. Ja, also das, das kann ich ja noch viel weniger verstehen. Im Badischen war es noch in Schnieprosa. Schnieprosa, ja. Soll es geben. Auch durch meine Neuinstallation wurden die Bugs nicht behoben. Reger noch mehr, es sind noch mehr dazugekommen. Also gut, das kann natürlich sein, dass ich den Bug gar nicht kenne, weil ich in der Regel tatsächlich wirklich, alles gut. Weil ich in der Regel tatsächlich immer zuerst den Flieger auswähle und danach die Departure und so weiter und so fort. Also deswegen gab es bei mir nie das Problem. DC-6 ist auch ein tolles Flugzeug. Ja, Feldi, einmal bitte deine Meinung dazu. Weiß nicht, ob du gelesen hast von Xbox. Der hat gefragt, wie es aussieht. Du hast wahrscheinlich die PMDG-Version, ja? Nicht die vom Marktplatz. Aber hast du irgendwas davon gehört, dass die nicht richtig lief über den Marktplatz? Können wir das nächste Mal von Wien nach Venedig und dann weiter nach Rom fliegen? Können wir machen, Wolfsgarde. Wie gesagt, einmal reinschreiben in den Discord. Das ist am einfachsten. Dann kann ich mir das dann auch merken. Rom hatten wir aber schon mal das letzte Mal mit der MD-80 im Kopf, oder? Und dann nach Wien mit dem ordentlichen Schnitzel. Übrigens, das könnten wir tatsächlich am Samstag machen, so wie es aussieht, habe ich am Samstag doch nichts vor, Freunde. Also das bedeutet, Samstag-Stream findet sehr wahrscheinlich statt. Können wir dann nochmal besprechen. Ich werde das Ganze natürlich noch früh genug hoffentlich diesmal ankündigen. Aber so wie es aussieht, Samstag geht klar, machen wir dann unseren nächsten großen. Schon mal Transil geflogen. Transil nicht der Airbus A400er. Die Transil ist der 160er, kann das nicht sein? Muss nur noch warten, soll noch das SO12 Update kommen für die DC6. Ah, okay. Ich hatte vorher P3D Version 5 mit der FS Labs 321 geflogen, aber dann kam MSFS mit geiler Grafik und ich hatte keine Lust mehr, bin erstmal raus nach ein paar Shootern, dann WoW Classic. Okay, Gnome, du hast schon einiges miterlebt. Aber ich kann dir sagen, du kannst da gerne auch dann mal zu After the Flight kommen. Ich habe noch vor, in nächster Zeit dann mal so ein paar, After the Flight, wie der Name schon sagt. Da zocken wir einfach mal irgendwas anderes außer Flugsimulator und da können wir auch das ein bisschen streamen, habe ich zumindest vor. Da so mal ein bisschen so just for fun. Also, wenn du so auch so gerne zockst, dann wie gesagt, im Discord gibt es da auch einen Kanal für. Update diese 6 ist schon gekommen. Könnt ihr auch mal über ein paar Stream hinweg eine kleine Karibik-Tour machen. Will ich sowieso, Mike, auf jeden Fall. Ich sag nur ATR. Denkt dran, Leute, Inselhopping. Griechenland-Tour, ja. Müssen wir auch mal schauen. Also Griechenland waren wir das letzte Mal, aber nicht komplett, aber zumindest, ja doch, wir haben schon ein paar Griechenländische oder Griechenland abgedeckt. Longhaul mit der 73900er wäre doch mal was für Samstag. Hm? Bin ich auch dafür, Xbox? Aber es wäre auch mal Zeit, dass du endlich mal dazu stößt, mein Verehrtester. Denn so weit kam es bis jetzt auch noch nicht. Aber ja, bin ich auch dafür, ja. Longhaul insgesamt, da könnten wir mal, ja, mal schauen, was geht, aber ist halt immer so blöd in dem Sinne, weil ihr dürft nicht vergessen, wir machen dann halt nie eine Landung, eine Zwischenlandung, ne? Dann wird es in dem Sinne nicht so spannend. Also ich sag ja, mir ist das egal, wenn ihr das gerne machen wollt, können wir das gerne machen, aber ich denke mal, insgesamt ist es natürlich, das ist wie, als würden wir auch so ein bisschen nachts fliegen, wir sind halt die ganze Zeit einfach in der Luft, landen einmal und gut ist bei einem Longhaul. Das muss ich ganz einfach so ein bisschen bewusst sein. Ene ist bei mir in der Gruppe. Ja, habe ihn ja auch eingeladen, Chris.
A400 ist von Airbus, die C-130er ist von Lockheed. Ja, genau. Jum sagt gerne, ja, das ist gut, da haben wir schon mal einen mehr. Droplex ist nämlich auch so on fire. Da können wir da echt mal so ein kleines Team zusammenstellen und dann auch mal was so anderes zocken. Griechenländische, naja. Manchmal fehlen mir einfach die Wörter. Ich bin für Age of Empires 2. Ich bin auch großer Strategiefan. Aber da muss ich gestehen, da bin ich einer, der lieber miteinander spielt, anstatt gegeneinander. Aber nicht für die DC6 Marketplace. Fällt dir nicht vergessen, jetzt mit dem SO12, also so schlecht das jetzt in manchen Sachen ist oder in vielen, so gut ist es tatsächlich für Updates, denn Updates werden jetzt viel, viel schneller kommen. Das mit dem Marketplace dauert immer, ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Also ich denke mal, du musst dem wahrscheinlich jetzt noch so einen Monat geben ungefähr, bis die den Code richtig einprogrammiert haben. Aber in der Regel sollte dann eigentlich relativ zeitnah ebenfalls Updates kommen. Also dieses Update-Problem soll mit dem SO12 eigentlich behoben sein. Also ja, ne, wir werden sehen, aber ich sag's nur. Ja, 76 Knoten von links, ihr seht's, also wir haben echt ordentlich Turbulenzen. Das Wetter hat uns da nicht so viel zu viel versprochen in dem Sinne. A400M wäre auch mal nice. Das ist halt auch wieder so die Frage, fliegt man die oft, ne? Ist eine coole Sache, keine Frage, aber ich denke mir dann immer so, fliege ich das Ding öfter? Ich glaube nicht. Also nicht für mich. Alles Fake News, ja, war ja klar. Bin eigentlich auch dabei, wenn Spiele, wenn es Spiele sind, die ich habe. Ja, eben Jacob. Aber eben, deswegen haben wir auch im Discord unseren Channel dafür. Kommt auf jeden Fall jetzt sehr, sehr zeitnah raus. Übrigens, Freunde, auf eins könnt ihr euch auch freuen. Ich tue das jetzt schon mal so ein bisschen anteasern. Es wird demnächst so eine kleine Talkrunde geben. Ich möchte so eine kleine Talkrunde starten, um einfach mal zu gucken, ob euch das gefällt. Insgesamt auch mal, um wie das ankommt. Ja, mit diversen Informationen, mit diversen Sachen und eben ja, vielleicht auch diversen Leuten, die man dann einladen kann. Und dann haben wir so ein bisschen eine Talkrunde dazu. Da könnt ihr natürlich dann auch mal dazu schalten. Und wenn die Nachfrage dann groß genug ist, das ist natürlich so ein bisschen das, die große Frage, die jetzt hier im Raum steht. Aber wenn ich sehe, das kommt gut an und es gucken sehr viele gerne oder es hören sehr viele gerne, wie auch immer, dann intensivieren wir das Ganze und dann können wir das gerne auch Livestream mal machen und mit Live-Fragen etc. sowas. Aber ich würde mal sagen, so eine Talkrunde über verschiedene Themen, aber natürlich größtenteils oder eigentlich hauptsächlich über den Klassiker, nämlich, ihr wisst Bescheid, über den Simulator. Deswegen also nur mal so für euch als kleine Hintergrundinformation, da habe ich auf jeden Fall was vor, wird auch ziemlich demnächst was kommen, also von daher. Ebenfalls für alle die, die natürlich so nachgefragt haben wegen dem AirNav-Tutorial, das habe ich jetzt mal rausgebracht, beziehungsweise jetzt fertig gemacht, sagen wir es mal so, rausgebracht. Wird es noch nicht, kommt erst am Sonntag, aber eben da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da kommt auf jeden Fall am Sonntag ein neues Video. Und dann habe ich eben nebenher noch laufen das GSX-Tutorial. Da mache ich jetzt nochmal so ein bisschen eine kleine Überholung. Gerade mit den aktuellen Standen oder Standpunkten diesbezüglich. Also von daher, vielleicht könntest du mal mit dem Watzim-Projekt anfangen. Es wäre nice. Große Hilfe. Ja, bin dabei. Ich sag's nochmal, Wolfs gerade. Ist aber dadurch, weil ich sage Projekt, ein großes Projekt. Kommt übrigens auch dem nächsten Short dazu. Deswegen, das ist wirklich eine Sache, da muss ich jetzt, ja, das wird sicherlich mindestens einen Monat lang gehen, bis ich dann wirklich alles mal soweit habe. Ihr dürft ja nicht vergessen, wenn ich das reinstelle und sage dann ein auf Tutorial, dann will ich zumindest so, klar werde ich nicht jede Frage beantworten können, aber ich will zumindest die meisten Fragen beantworten. Und ja, will es ja natürlich auch hochqualitativ, so gut wie ich halt kann. Hochqualitativ ist da vielleicht das falsche Wort. Aber zumindest qualitativ so gut, wie ich halt eben kann, das Ganze reinstellen. Deswegen lasse ich mir da ehrlich gesagt ein bisschen Zeit dazu, damit ich halt einfach auch keinen Fehler mache. Gott sei Dank habe ich gute Augen, die da über mich wachen. Sven, Grüße gehen raus an dich. Also von daher, keine Sorge. Ich werde da, denke ich mal, 3 oder 4 oder 5 oder 10 Mal nachfragen, bevor ich das Ganze dann so auch reinstelle. Denn ich will ja auch schließlich kein Käse rausbringen. Aber ja, ist auf jeden Fall in der Mache. Hups, jetzt haben wir gerade einen Sprung gehabt. Auch amüsant, hat jetzt jemand was an der Zeit geändert. Macht noch einen Discord, einen Routenkanal, in dem Vorschläge geschrieben werden, beziehungsweise abgearbeitet und abgeflogen. Ja, MyFly, geh doch mal oder schau doch einfach mal, wer dreht denn hier an der Uhr? Chris, bist du das, du Säckel?
Community Flights. Eigentlich. Aber jetzt sehe ich gerade, der Ding hat Afterflight rausgemacht. Community Stuff. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Ja, machen wir auf jeden Fall. Also ja, iFly. Das können wir ja nochmal anders brennen. Routenkanal ist vielleicht gar nicht so schlecht. So in der Art. Ich weiß nicht, Flo, bist du gerade da? Check das mal aus. Ansonsten, ja, ist eine gute Idee, MyFly. Mach mal. Übrigens, Leute, weil ich das gerade sage, tut mir doch mal bitte einen Gefallen. Ich habe ein neues Emoji kreiert. Weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Schaut doch mal bitte nach unter euren Custom Emojis. Da gibt es eins, das ist weiß. Relativ schnell auffallend. Tut mal bitte das Ganze jetzt im Chat voll spammen. Tut mir mal bitte den Gefallen. Schaut euch das mal an. Geht auf eure Emojis und schaut mal, ob das klappt. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ist noch nicht das Endgültige, aber einfach mal, damit wir das gemacht haben. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, du sagst es, Feli. Ja, tut mir mal bitte schnell den Gefallen. Schaut mal bei euch in den Custom Emojis nach. Müsste gehen, hoffentlich. Und spammt jetzt einfach mal den Chat damit zu. Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn man da ganz viel davon aufknallt. Feli wird sich freuen, ja. MyFly wird sich freuen, so rum. Jawohl, danke, danke. Immer rein damit. MyFly, ich hoffe, man kann es lesen. Es ist echt ein bisschen schwierig, gerade weil die Emojis schwierig sind, da, wenn man was reinschreibt, etwas groß zu machen. Aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Oder es ist einigermaßen lesbar. So viel weiß drin, ja. Das habe ich auch schon gesehen. Also die Schrift wird dicker. Das Problem ist, wenn ich die Schrift zu sehr dick mache, dann ist es auch wieder schwierig, dass es dann reinpasst in den Chat. Kann das Ganze vielleicht noch orange machen. Also ja, auf jeden Fall hast du recht, Feli. Top of Descent bleibt noch. Ja, alles klar. Aber ja, ich hoffe, MyFly kann es lesen. Der Gruß geht raus an dich, mein Verehrtester. Ich dachte mir, das passt. Gerade für deine Verrücktität. Ihr könnt ihr euch schon mal im Voraus merken, wenn dann wieder der Zeitpunkt kommen sollte, wo MyFly wieder seine 5 Minütchen kriegen könnte, dann würde ich sagen, könnten wir das Ganze einfach auch mal zu Ehren von dem verrückten Ehrenmann, ihr sagt es ja selber, könnten wir das Ganze da einfach nochmal ein bisschen so reinspammen. Als Vergnügen, als Witz, als Spaß. Unter anderem. Gut, ansonsten würde ich sagen, wir schauen noch mal kurz in die News-Section, denn da hat sich ja einiges getan. Ich finde es übrigens auch gut, dass ihr immer so ein paar Zusatzinformationen reinhaut. Nochmal ganz großes Lob, natürlich wie immer raus an meine Community, ihr seid wie immer die Besten. Aber genau, es ist immer sehr interessant zu sehen, wenn da noch zusätzlich irgendwas dazukommt. Wir sind auch, ich bin jetzt mit dem Flo da auch relativ dran, dass wir dann immer wieder so ein paar Zusatzinformationen bzw. Zusatznews von verschiedenen Kanälen holen können, damit die News-Section dann immer so aktualisiert wie möglich ist. Aber ja, auf jeden Fall coole Sache. Könnt ihr sehr, sehr gerne machen, wenn ihr zusätzlich noch was entdeckt habt, was noch interessant ist und was in die News-Section gehört. Bitte rein damit. Ich freue mich immer. Vor allen Dingen über spezielle Zusatzinformationen. Beziehungsweise ebenfalls News. Also da kam dann zum Beispiel hier, was haben wir gemacht hier, der Bordeaux-Flughafen zum Beispiel, sehr, sehr schön gemacht, in dem Fall 1 Gigabyte groß und große Empfehlung hier von Feldi. Deswegen, warum auch nicht, alles richtig gemacht. Der Aviation LEDs, ist das der A320, von dem ihr vorhin geredet habt? Also nur so zur Info.
Wo ist MyFly überhaupt? Hat er das denn gesehen schon, der gute Mann? Ich hoffe, er fasst es mit Humor auf. So still. Oder vielleicht ist er schon gar nicht mehr da. Ich hoffe, ich bekomme jetzt keine Kündigung. Latin VFR. Oh, ja, okay, gut. Die sind natürlich nichts Besonderes. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf den Dublin Airport Version 2 Release. Der soll ja demnächst kommen. Beziehungsweise ist er schon da? Nee, upcoming. Kommt noch. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Es soll gut sein. Ja, alles klar. Alles klar, MyFly. Dann freue ich mich. Hat's gut geklappt. Also ich werde das Ganze noch ein bisschen optimieren, aber eben, ne? Wir müssen natürlich wertschätzen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ja. Das muss einfach sein. Aber ja, genau. Also so viel steht fest. Der Dublin Version 2 Flughafen, da freue ich mich echt drauf von MK Studios. Denn der Version 1 war ja schon nicht schlecht, aber war natürlich noch vieles in Bearbeitung. Der 2er könnte besser werden oder allgemein. Ich glaube, da gibt es noch mal ein paar Details mehr. Also das bedeutet, in Zukunft fliegen wir dann auch mal wieder mit der Dublin, beziehungsweise mit der Lingus. Und das bringt mich dann auch wieder auf die nächste Info, Freunde. A310 ruft schon. Also wir müssen auch mal wieder mit dem A310er fliegen. Aber ich würde sagen, also wir können das gerne mal ausmachen. Wie gesagt, geht da einfach mal in den Discord rein und schreibt, was ihr so meint. Ich würde sagen, aber ich kann noch mal eine Umfrage machen. Und dann könnt ihr entscheiden, sollen wir den A310 benutzen oder eben den 737-900er. Wir können gerne mal mit der 900er fliegen, mal wieder am Samstag. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Ich hätte vor allen Dingen auch mal Lust, mal so, wenn es schon Longhaul geht, dann können wir ja zum Beispiel mal in die Kanaren fliegen. Ich weiß, das sind nur 5 Stunden. aber ich denke mal allgemein Longhaul, ihr wisst Bescheid, ihr kennt meine Meinung dazu. Longhaul auf jeden Fall sehr gerne, aber Longhaul, wenn dann doch bitte mit auch einem Longhaul-Flieger per se. Also klar, der 737-900ER ist ja Extended Range, aber ist in dem Sinne eigentlich kein richtiger Longhaul-Flieger. Ihr wisst, was ich meine. Wir können natürlich, das wollte ich sowieso machen, eben nochmal den Headwind anschauen und mal ein bisschen mit dem durch die Gegend fliegen, aber eben per se ist das jetzt natürlich auch kein Ersatz für Longhaul in dem Sinne. Ich sag's nach wie vor, eine 787, ich flehe drum, das wäre wirklich mal das Flugzeug, was ich gerne hätte. Ja, was soll ich sagen? Send AOC 33 Minuten, see Delay Card und Company Tablet. 243 and assign free text if applicable. Okay. Airline Informations. Cool. Gab's also auch schon wieder ein paar neue Sachen. Ja, also schaut euch diese Ortus an. Da muss ich eigentlich nicht wirklich allzu viel dazu sagen. Sieht wie immer Bombe aus. Und dann noch mit der Sonne hier im Hintergrund ein bisschen. Ich mag übrigens auch diese Spiegelreflexion. Ich kenne tatsächlich sehr, sehr viele, die mögen das gar nicht. Ich weiß gar nicht wieso. Also ehrlich gesagt, ich finde das richtig gut gelungen. Gerade wenn man jetzt hier so hier hin und her scrollt. Also ich finde es richtig cool gemacht. Ist jetzt auch nicht so nervig, dass ich sagen muss, irgendwie ist es blendet zu krass oder so. Ich finde, das ist richtig schön gelungen. Also, weiß nicht, was meint ihr dazu? Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist okay soweit.
Wo ist denn eigentlich Wolfsgarde? Der Typ, der ist auch ein bisschen ruhig. Da ist er doch, der Wolfsgarde. Wo? Ich sehe dich gar nicht hier mehr. Ich sehe nur Eno und ich sehe Chris. Ich hoffe, es hat geklappt mit der Einladung. Irgendwie weiß ich gar nicht, doch. Wolfsgarde ist dabei. Seltsam. Auch interessant, wenn die Displays zu dunkel erscheinen, klappt die Survivors vorn links runter beim FO auch. Also hier, die meinst du? Ah, ach so, ja, natürlich, klar. Weil du hast ja dann Einfluss auf die. Ja. Okay, ja. Ja, okay, alles klar. Auch interessant. Ja, siehst du mal. Mensch, ich sag ja, vom Gnom lernt man hier nur. Das ist ja Wahnsinn. Xbox ist gerade bei uns im Discord. Alte Hasenstatus. Yep, auf jeden Fall. Bin schon am Landen, sorry. Der Embryo kam, war ich schon in der Luft. Kein Problem, Wolfsgarde. Aber dann bist du wahrscheinlich zu weit vorne. Kannst mich auch über Volanta sehen. Ja, da habe ich jetzt gar nicht hingeguckt, aber ja, stimmt, hast recht. Genau, und hinten von oben nach unten. Ah, ja, genau. Ja, die meinst du. Ja. Also, das ist cool. Das heißt, also im Anschluss heißt das eigentlich nur, dass es einen Effekt wirklich darauf hat. Ja, man merkt das auch schon, wenn ich hier runtergehe. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich gehe nochmal hier weg und jetzt schaut mal, wenn ich jetzt hier runtergehe, schaut auf die, seht ihr, hier wird es heller und hier unten wird es dunkler. Und jetzt wieder so umgekehrt. Ja, echt cool. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, mal gucken, was dann passiert. Na, dann bleibt es eigentlich relativ gleich. Zumindest so, wenn man jetzt, ja. Also das Band habe ich gekannt etc., aber dass das jetzt so einen krassen Effekt hat, wusste ich nicht. Sieht gut aus, der Realität relativ nah, genau. Also ich kenne sie schon, aber eben, ich wusste nicht, dass das eben auch jetzt einen Effekt hat am Schluss. Hoch und runter, zeig doch mal den Sitz. Ja, ja, vielleicht weißt du das noch nicht, Gnom, ja? Das muss man einfach mal gesagt sein. Hier, zack, zack und hier zack und zack. Es wäre natürlich noch lustig, wenn das noch gehen würde hier, ne? So die Radeinstellung. Aber soweit ich weiß, geht das glaube ich nicht, ja? Oder? Nee. Aber wer weiß, das könnte ja noch kommen, ne? Wer weiß. Was ich noch nicht verstehe, ist, den kann man ausfahren, aber blöderweise nie ausklappen. Ich kann den immer nur raus- oder reinfahren. Das ist ein bisschen doof. Oder? Hier so? Nee, kann ich nichts machen. Das ist ein bisschen doof für den Jumpsy, das muss ich sagen. Das hätte ich mir jetzt gewünscht, dass sie das auch nochmal modellieren. Ah, und übrigens noch ein was haben wir auch noch genommen. Einmal kurz checky. Wir gucken hier runter und siehe da. Wenn wir hier reingehen. Zack, haben wir die Testechse. Von Samsung übrigens noch. Ist das nicht Schleichwerbung? Weiß gar nicht, war Samsung früher saugut für die 3,5 Zoll? I don't know. Bin mit sagenhaften 46 FPM in Tirana bei Sonnenuntergang gelandet. So schön. Oh, Jacob, das klingt schon super. Hättest du mal einen Screenshot gemacht? Mach mal bitte Volanta an. Also dann, machen wir das doch. Ja, ich muss gestehen, ich bin jetzt ein bisschen verängstigt. Nicht, dass mein Rechner wieder die Krise kriegt. Hope so. Kopfstütze kann noch runter. Okay, ich guck's mir gleich an. Achso, ja, stimmt. Ja, das weiß ich ja, dass die nach unten umklappen kann. Kurzen Moment, Freunde. Ich muss das hier kurz adden. So, da sind wir. Hier sind wir und zwei hintereinander. Relativ eng. Gut. No way. Kopfstütze kann noch runter. Ja, genau. Die Testechse kannte ich nicht. Ja, guck an. Haha. Haben wir doch noch was gefunden. Ja, genau, die kannst du runterklappen. Aber ja, das ist schön und gut, aber eben, es ist ein bisschen schade, dass man den Six nicht so komplett ausfahren kann. Das hätte ich mir schon noch gewünscht. 120, ja gut, das reicht für unsere Landung. Das müssen wir jetzt echt nicht übertreiben.
Ich habe sogar einen Screenshot gemacht, meinst du? Alles rein in den Discord, Jacob. Wärst du da in den Discord-Channel reingekommen? Herzlich willkommen, Xbox Aviation. Wunderbar, da ist er, der gute Mann. Wird auch mal höchste Zeit hier. Ständiger vorbeikommen, aber nicht mal im Discord. Das geht ja gar nicht. Ja, schön, dass du dabei bist. Wird endlich Zeit. Dann können wir uns auch mal unterhalten. Kannst du in der DC schauen? Ja. Beautiful. Mit Wizz Air sogar. Guck an. So, Top of the Cent haben wir gleich erreicht, Freunde. Da sehen wir auch Wolfsgarde da vorne. Na, guck an. Jetzt wieder angezeigt, der gute Mann. Sehr schön. Aber bist du immer noch auf 30.000? Nee. 3.000 Fuß, alles klar. Endanflug jetzt. Happy Landing. Wir checken hier mal kurz ab. Barometer. Das wollen wir noch nicht. Wir wollen erstmal hier auf die 16. So, dann gehen wir hier auf Approach 16 ILS. Wie hoch sind wir denn? 600 über Grund. Das heißt ILS 797. No. Enter Destination Data, machen wir doch gleich. Preferences. Next Phase. Next. Und danach geht's auf unsere Radio. Quatsch, auf unsere Barometer. Was haben wir gesagt? 7. Das habe ich schon wieder vergessen. 797. Ja. 797. In die Barometer. Und dann haben wir QNH. Das checken wir hier einmal. Auf unserem Weather Arrival 160.6 und was haben wir hier? 10.20. Also 10.20, 160.6. Zack, und dann machen wir Temperature, ich glaube 7. Habe ich es noch richtig im Kopf? Yes. 7 Grad. Perfekt. Dann würde ich sagen, geht es jetzt auch mal langsam runter mit dem Näschen. Auf 4000 Fuß, glaube ich, war die korrekte Höhe. Schauen wir gleich mal nach. 5000 sogar. Uiuiui. So, machen wir 5 draus. Heute mal die Fly-by-Wire 320. Ich habe den Flugplan gestern aus Flight Radar 24 rausgepickt. Der wurde in Real Life auch mit der Neo geflogen. Deswegen bin ich auch theoretisch Real-Life-Ops geflogen. Ja, sehr cool. Kann man auf jeden Fall immer machen, gerade wenn man so echte Pläne braucht, also wenn man Flight Radar hat, ist das sowieso relativ easy, den nachzufliegen. So viel dazu. Aber bei uns geht jetzt ja auch schon die Sonne unter. Neuzeit bedingt.
Sio, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Mittwochstream heute. Und ja, falls du fragst, die Embraer stimmt nicht mehr ganz. Wir fliegen jetzt die Airbus. Ich habe es jetzt nicht mehr geändert in der Beschreibung, aber ja. Traurig, aber war. Gab Absturz und deswegen haben wir gesagt, okay. Also ich habe gesagt, deswegen A320. Vielleicht hätte jemand anders auch noch Bock gehabt, mit der Embraer weiterzufliegen, aber das müssen wir einfach aufs nächste Mal verschieben. So leid es mir tut, ich wollte jetzt einfach nicht nochmal das Ganze riskieren. Ja, ist einfach blöd gelaufen. Aber so momentan hält jetzt noch der Flugsimulator durch. Ist natürlich insgesamt eine blöde Sache oder eine traurige Sache. Ihr wisst Bescheid, es ist echt vor allen Dingen auch ärgerlich mit diesem SU-12, also meine Fresse. Ich denke mal, ja klar, das ist vielleicht so ein Zusammenspiel zwischen Treiber und SU-12, aber trotzdem, das ist einfach momentan so instabil, das Ganze. Tirana ist ein Highlight, fliege auch sehr gerne dorthin, im Sim sowie in echt. Uhu! Ah ja! Also kannst du dir Embraer aktuell nicht empfehlen. Doch, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bei mir läuft es gut soweit. Ja, doch, 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 doch. Nee, CEO. Also der, ehrlich gesagt, ich finde jetzt, das wollte ich euch eben zeigen mit dem 9.7 Update, dass der wirklich jetzt sehr, sehr gut fliegbar ist. Es sind einfach nur noch so diese Kleinigkeiten. Wir wollten jetzt, was ein bisschen ärgerlich ist, wir wollten den ILS testen. Hast du vielleicht schon mal getestet, CEO, ob der ILS funktioniert? Also ich muss gestehen, bis jetzt habe ich es, also habe ich es noch nicht gesehen, dass der funktioniert. Es kann aber durchaus sein, dass es das tut. Wir wollten das eben jetzt mit diesem Stream heute testen, jetzt eben leider blöderweise nicht. Aber ansonsten, ILS mal davon abgesehen, der ist, finde ich, jetzt wirklich ein sehr, sehr guter Flieger. Großes Problem ist tatsächlich das CyberX 12. Ja, vielleicht, vielleicht weil iFlight CyberX 12 drin hatte. Ja, ja, das kann schon sein. Incompatibility. Ja, ja. Also ich habe es ja auch vorgelesen bei den... Aber ich muss gestehen, ich hatte das letzte Mal den geflogen. Wann war denn das? Am Dienstag, also ja, gestern. Und da lief alles gut, inklusive Landung. Also deswegen dachte ich, okay, wir können AirBag X12 vielleicht trotzdem drin lassen. Der schluckt vielleicht einfach noch ein bisschen mehr. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ist blöd gelaufen. In echt allerdings als Passagier. Das dachte ich mir, Sio. Würde lange warten, bis er gut ist. Ja, also ich sag's mal so, wenn du jetzt viele Streams gesehen hast, du weißt ja in dem Sinne, worauf du dich einlässt. Und wenn das für dich in Ordnung soweit ist, dann, also ich finde ja, ich finde, das ist ein insgesamt guter Flieger, er fliegt sich nicht schlecht, er hat vieles zu bieten, vieles ist noch nicht ausgereift, vieles ist noch in der Testphase, vieles ist noch Beta hoch 10, aber trotzdem, ich finde, er ist einfach gut fliegbar und wenn man jetzt den Flieger gerne fliegt und ja, wenn er mir jetzt nicht diese Sachen stören, die er jetzt gerade einfach hat, ich denke mal, so abbruchtechnisch und vor allen Dingen, wenn man mit DirectX 11 fliegt, muss man ja natürlich auch sagen, dann denke ich mal, ist das insgesamt ein echt guter Flieger. Also ich bin ihn gestern geflogen und fand ihn diesmal das erste Mal richtig unproblematisch per se. Also jetzt, dass man nicht sagen kann, wenn man jetzt zum Beispiel fliegt oder wenn du zu Hause bei meinen anderen Streams oder bei meinen anderen Videos, wo ich die Embraer geflogen bin, gab es immer mal wieder so Stotterer oder man hatte Probleme mit der Refresh Rate. Und das ist jetzt alles zum Beispiel, zumindest gestern, wo ich den geflogen bin, war das alles nicht der Fall. Und da dachte ich jetzt, ja, jetzt ist der Status zumindest mal erreicht, dass man sagen kann, jetzt ist der Flieger gut fliegbar, insgesamt, unterm Strich, ja. Und mir persönlich, natürlich, ich gehe immer von mir aus, reicht das. Und ich sage, ja, also deswegen, ich, wenn es jetzt mit dem Stand aus ist, würde ich den Flieger schon gut so finden, per se. Ich würde auf die 195 warten. Ja, Feldi, das ist ja natürlich so, die 195 kommt ja erst dann raus, wenn die 175 mehr oder weniger fertig ist. Es kann aber auch sein, dass die das in so einem ja, Ding rausbringen. Die 170 ist mir zu alt. Ja, das ist jetzt aber die 175er normalerweise, mit der wir jetzt fliegen. Die 170er wird da, glaube ich, nachgereicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich dachte, das, was wir jetzt haben, ist die 175er, also die neuere Variante. Mmh.
Nein, sorry, ich habe es verwechselt. Ja, jetzt kommt mir gerade in den Kopf, die 195er kommt später. So sieht's aus. Und die 170er kommt mit der 175er. Aber ich wollte sagen, bis die 170er jetzt zusätzlich nochmal rauskommen. Das habe ich gemeint. Also die 175er wird nochmal kommen, aber da muss man dann nochmal was dafür bezahlen. Jetzt momentan, wenn du die 175er kaufst, beziehungsweise die man jetzt kaufen kann, die wird die 170er inklusive auch noch haben. Also das heißt, du hast die 175 Embraer und die 170 Embraer. So muss ich es vielleicht sagen. Don't cry. Ja, Feldi, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Ich möchte hinzufügen, ich hatte heute einen knackigen Arbeitstag, also von daher, ja, ne? Hab ein bisschen Mitleid und ein bisschen Mitgefühl. Mitleid vielleicht nicht, aber Mitgefühl zumindest. Da ist man halt nicht mehr so ganz dabei. Die sollen erstmal die 170er hinbekommen. Ja, ich denke mal, ehrlich gesagt, von der 175er auf die 170er zu wechseln, ist einfacher als umgekehrt. Weil durch die Systeme, ne? Eigentlich müssten sie ja, wie gesagt, für die 170er das Ganze nur ein bisschen downgraden und vielleicht einen Hauch ändern vom Außenmodell. Also eigentlich ist das, würde ich jetzt behaupten, gar nicht so eine große Arbeit. Bis jetzt habe ich mir die MSFS nur die PMDG 737er gekauft. Phoenix bin ich unentschlossen, da Fly-by-Wire schon echt gut ist. Das ist so SEO. Aber ich sag's nach wie vor, für alle die, das liegt, aber glaub mir, das liegt auch nur daran, weil du die Phoenix noch nie selber geflogen bist. Ich bin überzeugt, die meisten würden mir jetzt recht geben, wenn ich sagen würde, dass Fly-by-Wire und Phoenix nochmal eine ganz andere Welt ist. Also mir persönlich ging das so. Ich habe auch gedacht, theoretisch brauchst du ja eigentlich kein A320 mehr. Hab mir damals auch gedacht, wo die rausgekommen ist oder wo sie angekündigt worden ist. Wieso braucht man denn die und so weiter, ne? Aber ich sag's dir, wo ich das Ding das erste Mal geflogen bin, war mir sofort alles klar. Vor allem anderen bin ich vorsichtig, habe zu viel Angst, dass es Arcade-Maschinen sind für die Xbox. Inwiefern meinst du das jetzt? Also der Phoenix auf keinen Fall, Sio, auf keinen Fall. Damit die 195 top oder flop? DirectX 11 kann ich kaum noch nutzen, stotter und läuft nicht wirklich rund. DirectX 12 läuft besser. Das ist natürlich wie immer, Michael, bei jedem System unterschiedlich. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist so ein bisschen wie wenn man Alpha fährt. Jeder hat Probleme, aber jeder hat andere Probleme. Also es ist wirklich, es ist nicht so einfach. Absolut, ja. Man kann wirklich das Ganze nicht pauschalisieren. Man kann nicht sagen, stellt DirectX 11 zum Beispiel um und dann läuft es besser. Das ist wirklich so. Einer hat ein System, da läuft DirectX 12 besser und da ist es einfach so. Kannst du nichts ändern. Ist wirklich irre. Alles andere außer PMDG und Phoenix. Ah, okay, alles klar. Ja, also, naja, ich sag's mal so, die ATR, die jetzt kommt, aber gut, die ist ja schon beim Flight Simulator dabei, aber die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Dann, wenn du natürlich die Antonov, kann ich auch nur wirklich wärmstens empfehlen, das ist sehr, sehr gut geworden, unterm Strich. Deswegen ist es prinzipiell, es sind nicht alle Flieger schlecht, ja. Tatsächlich ist es so, die meisten oder viele, sagen wir es mal so, sind nicht so gut, wie man glaubt. Oder die meisten, ja doch eigentlich schon, die meisten sind eher enttäuschend.
Aber ich sag mal so, die Guten sprechen sich zumindest so rum. Und da kann man das nicht ganz pauschal sagen, dass prinzipiell alle schlechter sind, außer jetzt die PMDG und die Phoenix. Ja, 174 FPM, sehr schön. Bin aber nicht zufrieden. Ach komm, das reicht, Wolfsgarde. Das ist ein guter, durchschnittlicher Wert. Kann ich bestätigen, alles fein, um die Materie zu verstehen mit FPV und Phoenix. FPV ist gratis und schon sehr genial. Ich weiß nicht, ob man andere empfehlen darf. YouTuber, ach doch, hau rein, kein Problem. Relativ offen. Sollte jetzt nicht gerade ausarten in dem Sinne, aber so als Empfehlung oder so, warum nicht, klar. Ich sag ja auch immer wieder, oder wir quatschen ja auch ab und zu mal über Riva oder so weiter, also von daher. Solange es hier nicht ausartet in irgendeiner Art und Weise, klar, warum nicht, wenn du gerne irgendeinen YouTuber guckst. Ich verweise ja selber auch immer sehr gern zum Beispiel auf Q8 Pilot oder so weiter und so fort. Deswegen, also von daher, warum nicht? Aber trotzdem nett, dass du fragst, Kito. Also, aber im Prinzip kein Problem. Ich bin raus, PC ist abgestürzt, for Peak's sake. Wieso, Ene? Ist der ganze Rechner abgestürzt oder nur der Sim? Mann, ist das ein Mist. So, 10.000 Füßchen, Landing Lights on. Whoop. Der komplette Rechner, Bluescreen. Mm. Mann, sowas Blödes, echt. Q8 ist der Letzte, der die X-Plane-Fahne hochhält. Du sagst es, Sio. Du sagst es. Sehr schön, alles klar, da kennt ihn also jemand. Weißt du aber auch warum, Sio? Tatsächlich ist Q8 Pilot ein Entwickler. Der entwickelt tatsächlich X-Plane. Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich erst später mitbekommen in irgendeinem Interview. Hatten sie es mal mehr oder weniger rausgefunden, in Anführungszeichen. Also ja, aber ehrlich gesagt, ich finde es gut, dass es immer noch Leute gibt, die das so unterstützen. Aber ja, das ist, hast du sehr, sehr gut ausgedrückt mit der Fahne, mit der X-Plane-Fahne. Also da gebe ich dir recht. Was mich bei der Phoenix stört, dass wenn externe Power auch die APU genutzt wird, im echten A320 die Cockpit-Fans auf 100% angehen, sich wieder kurz abschalten und dann automatisch regeln. Ist das nicht so? Also normalerweise, wenn du die externe Power umschaltet, also von extern auf APU, dann müsste doch eigentlich auch einmal kurz ein Aussetzer kommen. So wie Sven Captor A320 Riva, genau, ja. Das sind IRL auch Piloten. Ja, ich weiß, in Real Life. Aber man muss aber natürlich auch sagen, nur Real Life Piloten gut und schön, also sage ich dir auch ganz ehrlich, aber soll jetzt auch gar nichts irgendwie gegen Riva sein oder so. Guter Kerl, überhaupt keine Frage. Aber trotzdem gibt es, ich sage jetzt mal so, es gibt trotzdem echte Piloten, wo ich dann denke so, klar, da kannst du viel lernen, aber manche sind schwierig, finde ich, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, Riva und so, gar keine Frage. Je nach den Parkeinstellungen und Temps, okay. Q8 hat auch einen NASA-Rechner, ja. Naja, jetzt übertreib mal nicht. Letztens hat er, glaube ich, sogar seine Specs announced, also da hat man ja gesehen, der hat zwar eine 4090er pervers und was weiß ich nicht wie, aber gut jetzt, ne, also Holstar Challenger, ja, Hotstar Challenger, das ist allergeilste und Abstand realistischste Flieger, absolut, ja, gebe ich dir recht. Schon allein der, ich wollte gerade sagen, der Rundgang, das Tür öffnen, nachtanken etc. Ja, nicht nur Gnome. Es geht ja auch darum, allein schon nur, dass du überhaupt morgens an dein Briefing musst, das Ganze simulierte. Das ist ja schon pervers. Wobei man aber auch sagen muss, Hotstart, ne, sind wir mal ehrlich, brutal teuer. Ja, das muss man echt sagen. Klar, natürlich am Schluss weiß man dann, warum man das Geld ausgegeben hat, aber es ist echt brutal. Also man muss echt eine Geldhürde überspringen dafür. Und man muss wirklich wissen, warum. Und meines Erachtens auch, das auch mal so gerne, sage ich auch immer sehr, sehr oft, man muss den Flieger einfach sehr oft fliegen. Also wirklich, das ist,
Echt knackig, der Preis. Hab mir schon sowas gedacht, dass Q8 dort Aktien drin hat. Nee, weiß ich nicht, ob das jetzt so weit geht, dass der dort Aktien drin hat, aber ich glaube echt. Oh, Leute, Leute, ganz kurz, schaut euch das an. Ihr wisst ja, ich liebe das und das hier ist ein Teil davon. Die Leuchtkraft in den Wolken, das ist also, finde ich, nach wie vor die Lichtreflexion etc. ist unfassbar, unfassbar geil. So, jetzt habe ich gerade krasse Mikrorotler. Ich hoffe mal, das hört gleich auf. Jetzt ist es weg. Aber ja. Also ihr seht es, SO12, es tut mir leid, es liegt daran, die haben echt zu kämpfen. Meine Fresse, ist das Ding kaputt. Gut, Soundback on. NASA-PC, aber immer noch einen kleinen. Feldi. Gemini, ja, X-Plane hat schon geile Maschinen, das stimmt. Wobei mir nicht, die sind direkt an. Erinus kann leicht man, da kann man leicht was lernen, das liebe ich bei ihm. NASA-PC, aber immer noch ein. Ja, das hatten wir schon. Es war das Geld wert, mehr als PMDG. Ja. Das kann man wirklich sagen, Gnome. Also das will ich auch gar nicht bestreiten nach wie vor. Das war, ich würde sagen, das war der gute Abschluss für X-Plane 11. Die Hotstart, also das ist so. Auch die Hotstart TBM fand ich immer noch geil. Und vor allen Dingen denkt dran, die Hotstart TBM war auch sehr, sehr lange das absolute Nonplusultra. Aber auch extrem teuer und FPS-hungrig. Das muss man auch sagen. So, wir switchen jetzt mal hier um. Nach rechts das Ganze und machen schon mal unser Landing System on. Da sehen wir es auch schon. Ja, das merkt man auch. Mich hat es trotzdem angesteckt, wieder in die Flusi-Geschichte einzusteigen. Sehr schön. Besser 100 plus für Hotstart als 100 für drei Müllflieger. Ja. Wobei, jetzt sag mir aber nicht, dass PMDG Müllflieger sind. Also, das kann man so schon nicht stehen lassen. Das würde ich jetzt schon nicht sagen. Also, die sind schon gut. Gerade jetzt für den Flugsimulator finde ich momentan das Beste, was man so bekommen kann. Also das doch, nee, das finde ich schon. Dazu stehe ich. Würde ich so unterschreiben. Quatsch, 900, das bleibt. 800 können wir gehen. Ja, wobei, haben wir dann den Approach eigentlich auch schon drin. Könnt ihr mal schauen, von der Theorie können wir dann auch den Approach so umschalten. Sim läuft, glaube, aber in der Nacht grundsätzlich schlechter. Lichtberechnung und. Also nicht bei mir. Ich sag's mal so, nachts hatte ich nie Probleme. Xbox. Das ist eigentlich wirklich nur meines Erachtens das SO12. Also ich hoffe ja, wie schon gesagt, dass das SO12 zumindest für die Xbox ein großer Pluspunkt ist. Ich meine, das ist es ja nach wie vor. Auch wenn jetzt die anderen meinetwegen ein bisschen länger brauchen als gedacht. Aber das ganz große Ding ist, finde ich auf jeden Fall. Also die PCler, sage ich jetzt mal, wie du immer so schön sagst, in deinen Videos, die PCler haben, glaube ich, hier die schlechteste Karte gezogen mit dem SO12. Also ehrlich gesagt ist das meines Erachtens, ich weiß nicht, Leute, täusche ich mich, ansonsten korrigiert mich da gerne, der finde ich bis jetzt das schlechteste Update. Also wirklich, bei mir persönlich hat es bis jetzt die meisten Probleme verursacht, dieses Update. Also traurig, aber wahr. Logo Lights on. Dann gehen wir auf Speed Brakes, Auto Brakes to Low. Landing System on, Localizers captured, der Glide Slope ist captured und dann geht's dann an die Landung, Freunde. Schmeißen wir hier schon mal den an. Und dann runter mit der Geschwindigkeit, 220 das Ganze. Wolfs gerade geht, alles klar. Happy Landing, dir auch. Muss jetzt los. Ciao, ciao. Ebenfalls danke dir und schön, dass du dabei warst, wie immer. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Für die Challenger gibt es auch gerade das Update für X-Plane 12. Nur schaute bei meinen Tests die Displays richtig scheiße aus, ja. Ja, Gnome, X-Plane 12 ist so ein Thema. Gefährlich. Gefährlich. Hast du FSU IPC aktualisiert wegen dem Mikrorugler? Yes, I have. Aber danke für die Info. AAKK, wie auch immer. Ich danke dir für die Info, auf jeden Fall. Ja, aber ja, habe ich gemacht. Hier down.
Müssen wir mal ein bisschen. Ja, ich weiß, der Mold jetzt. Ignoriert das. Nothing to see here. Shut up. So. 2500. Ist immer ein bisschen zu schnell, das ist mir klar. Aber ich muss jetzt ein bisschen reduzieren, so gut ich kann. Was sagt unser Endanflug? 139, wenn ich es richtig gelesen habe. Yes. Also wir gehen auf 140, das passt. So, Flaps 2. Jawohl! Spieleserver sind zurzeit nicht verfügbar. Oh dear Lord. Microsoft, du machst heute wieder mal deinen Namen. Alle Ehre. Flaps 3. So. Und Flaps full. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Kiste runterkriegen. Ja. Lese nachher gleich den Rest vor. Jetzt zählt für mich erstmal dieses Flugzeug hier. Taxi Lights on. Der Rest bleibt wie er ist. Auf geht's zur Landung, Freunde. Ja, es stottert auch, aber das, ich glaube wirklich, das hängt jetzt wahrscheinlich gerade damit zusammen. My Airplane. My Airplane. Winglines hätte ich jetzt auch noch anmachen können. Da vorne ist ein bisschen neblig, aber nur kleine Sachen. Was ist denn hier los? Ich sehe es nicht. Sergeant, denke ich immer. Sergeant. Danke dir für dein Abo. Und herzlich willkommen in unserer Community. Willkommen auf meinem Kanal und danke dir nochmal für dein Abo. Sehr, sehr schön. 1000 ist checked. Ja, jetzt haben wir hier Mikroruckler. Ihr merkt es vielleicht, aber das kommt tatsächlich jetzt von den Servern. Machen wir uns jetzt einfach mal nichts vor, der lädt jetzt hier die Kiste rein. Ja, Katastrophe, ihr merkt es vielleicht. Schlechtes Wetter haben wir auch. Eigentlich ganz gut, aber mein Gott. Also, Flugsimulator, heute zeigst du dich echt nicht von deiner besten Seite. Müssen es einfach mal so sagen. Jetzt schneit es hier, glaube ich, sogar. 500. Checkt. Der stottert mit Blut. Minimum. Continue. Jetzt sind wir ein bisschen zu hoch. Nicht schlimm. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Reverses. So nicht, aber was soll's, ey. Mit der Stotterei ist es echt nicht gut fliegbar. Ey, die Nuts, reverse the stout. Sixty Nuts, manual brakes. Ja, kann man nichts machen. Sorry für die Landung, Leute, aber so ist das halt auch nicht gut machbar. Runway lights on, strobe lights off. Gentlemen, welcome to Vienna. The local time is 7:31 p.m. and it's currently about 7 degrees Celsius. You can now use your mobile devices. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is turned off. Remember to use caution when opening the overhead bins as items may have been shifted during the flight. We thank you for flying with us. So, Flaps in, Spoilers in, willkommen Freunde nochmal im wunderschönen Wien. Ich glaube, Network Chris hängt da fest. Oh, es ist ärgerlich. Dass der Mist ausgerechnet gerade passieren muss, wenn wir landen. Mann. Nun, wir sind da in Wien, immerhin etwas. Gnome, danke dir für dein Abo. Und ebenfalls auch dir herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Achso, man kann schon gut was kaputt machen. Patchen, ja. Ja, ich frage mich einfach ganz im Ernst. Ich meine, die SO12 Beta ist so lang gelaufen, ja,
Und so wenig Leute haben darüber reklamiert und haben gesagt, es läuft doch alles gut und so weiter. Dann kommt das SO12 offiziell raus und es gibt nur Scheißereien. Also ich schnall's wirklich nicht, was da schiefgelaufen ist oder was da nicht läuft. Ist mir echt völlig unbegreiflich. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Weil gerade da ist das ist die Beta ja so groß angekündigt worden und so lange auch benutzt. Und irgendwie weiß echt nicht, was die gemacht haben. Ah, da gibt es noch ein paar Infos, die muss ich gerade noch vorlesen. Naja, es ruckelt mehr, stürzt aber nicht ab. Ja, meiner Meinung nach gibt es keine Maschine in MSFS, die mit der TBM X-Plane 11 das Wasser reichen kann. Nein, PMDG ist schon gut. Ah, guck an. eine Frage, war SU11 das mit der A310? Ja, das war das SU11, richtig. In der 737 kannst du Hydraulikflüssigkeit hin und her pumpen, aber du erzeugst ein neues Fluid. Das steckt eine normale On-Off-Logik dahinter, anstatt das Hydraulik-Pro-System zu simulieren. Mhm. Die Performance hat bei dem Update mal zugenommen oder ab, aber das SO12 kickt schon ordentlich rein. Ich glaube wirklich, wenn das mal ordentlich laufen würde, habe ich echt das Gefühl, ist das SO12 ganz gut, aber ja, nicht so. Die Performance hat jedem Update, ja, hatten wir schon, Jacob, jupp, bei mir auch. Ich hoffe mal schnelle Besserung, ja. Da bin ich absolut eurer Meinung. Das kann ich leider nur bestätigen. Das Problem bei X-Plane 12 ist, dass die Frames im Moment eine Katastrophe sind. Na, unter anderem, Sio, ich sag's dir ganz ehrlich. Also ich muss gestehen, mit X-Plane 12 bin ich absolut nicht zufrieden. Per se komplett momentan. Das ist echt mein Stand. Hat viele diverse Gründe, ganz ehrlich. Zumindest alles rechts kann ich auch nicht fliegen. Ah, okay. Asobo kann schon alles kaputt patchen. Das hatten wir. Die Meldung hatte ich auch ein paar Minuten später. War es dunkel. Hör mir bloß auf, du. So, dann geht es hier mal nach links. Und wir schauen dann gleich mal, ob das, zumindest was das hier anbelangt, sauber funktioniert. Wir kicken hier schon mal den APU-Bleed rein. Hoffen wir mal, dass du Winterreifen drauf hast. Ich fühle mit dir diese Stotterer, ja. Naja, es geht nicht nur, ehrlich gesagt, nicht nur um die Stotterer. Es ist absolut das ganze komplette System. Ich habe echt das Gefühl, hier ist. Also, sagen wir es mal so, unterm Strich. Festgehalten. Unterm Strich hat das SU12 meinen Sim schlechter gemacht. Also das kann ich so definitiv unterschreiben. Der läuft nicht flüssiger, er stottert eben, er ist total unsauber, man hat irgendwie das Gefühl, allgemein auch meine Grafikkarte wird wärmer. Also der muss mehr arbeiten, das merkt man total. Und für mich auch absolut nicht nachvollziehbar. Wechsel lights off. Ich weiß. Gehen wir mal bis zur 3. Stop it. Und dann machen wir hier die Runway lights, Taxi lights und dann einmal Parking Brake Set. Perfekt, perfekt, perfekt. Und dann machen wir linkes Triebwerk aus, rechtes Triebwerk aus. Willkommen, Freunde. Im wunderschönen Wien. Schöner Flughafen, by the way. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt hier nicht beleuchtet ist. Warum der hier so dunkel aussieht. Man sieht rein. Ist auch beleuchtet, aber sehr, sehr dunkel. Weiß gar nicht, warum. Aber ist momentan so. Sergeant iFly und ich denke immer, es liegt an meinem System. Dabei haben fast alle das Problem mit dem Rucklern. Ja, ganz schlimm zurzeit auch mit der Bandbreite. Ich war immer ein Longhaul unmöglich. Ja, da habe ich sehr, sehr viel gehört, Sergeant. Sehr, sehr viel gehört, sehr, sehr viel Schlechtes. Also ich weiß gar nicht, wer ist denn von euch immer so Longhaul geflogen? Wir hatten ein paar Leute, die haben sich dann echt genervt, weil sie gesagt haben, Herrgott, nochmal, was weiß ich, 6 Stunden drin und kurz vor der Landung, bye, bye. Also es ist echt nervig, sowas. Was viele nicht sehen, ist, dass Asobo einen Tanz auf dem Drahtseil macht mit Xbox und PC-Kompatibilität. Absolut, Sio. Das ist ganz klar. Die müssen natürlich das Ganze für beides korrekt machen. Das ist mir auch völlig klar.
Aber trotzdem ist es ja immer so eine Art Downgrade. Weißt du, ich meine, das ist mir, ich will auch gar nicht jetzt in dem Sinne Asobo in dem Sinne angreifen. Ich bin trotz allem immer noch mit dem Simulator hier massiv zufrieden. Es ist wirklich ein schöner Simulator und funktioniert in dem Sinne, wenn jetzt halt diese Ruckler jetzt nicht wären. Ich sag's mal so, es gab eine Zeit, da lief das MSFS, meinetwegen im Januar so, in der Zeit lief es echt am besten. Ne? Da hat sich das Ganze so ein bisschen eingependelt, die ganzen Probleme mit dem SU-11, die so gekommen sind, waren dann weggepatcht und alles lief und alles war wunderbar. Und deswegen dachte ich jetzt, mit dem SU-12 wird es noch besser werden, aber ja, irgendwie hat es nicht geklappt. Ja, der erkennt ja nicht mal mehr die Brücke an, also das ist aber klar, das ist wieder mal GSX klassisch. Da habe ich jetzt die Brücken noch nicht rausgemacht. Meine Schuld. Okay, jetzt machen wir hier erstmal kurz die, die Dome Lights on. Jetzt habe ich's. Gut. Dann können wir die Pumpen ausschalten. Und dann, geht's hier schon raus. Die steigen schon aus, warum auch immer. Ich habe dir noch gar keine Erlaubnis gegeben, die Säcke. Aber wir machen hier Seatbelt Signs off und dann können die zumindest die boarden, unsere Kollegen. Und wir schauen uns gleich an die Landing Rate. Das Wetter haben sie nicht wirklich so drauf, obwohl es technisch sehr leicht abzufragen wäre. Innsbruck zum Beispiel total verschneit. Jein. Also das ist natürlich eine schwierige Sache. Ich glaube, das ist allgemeine Aktualisierungsfrage. Soweit ich weiß, ist das tatsächlich, die holen die Metadaten von einer Firma aus, sehr extern. Und die Metadaten werden, glaube ich, von der Firma sogar aus Basel geholt, wenn ich das richtig gelesen habe. Also es läuft alles extern ab. Da stellt sich auch die Frage, wie ist da die Synchronisation? Mit dem Anflug hatte Probleme, ja. Wer hat die nicht, Chris? Wer hat die nicht? Um die Parking-Hilfe vorn in Betrieb zu nehmen, bietet Aerosoft, das WSDG an, gratis an, ja. Dann musst du nur noch den Client starten, gestartet werden im Hintergrund. Gnome, ja, das ist eine gute Sache, aber trotzdem, ich nutze ja GSX und da habe ich dann theoretisch hier die Anzeigen in dem Sinne gar nicht drauf, brauche ich auch nicht. Ich habe dann die von GSX da stehen. Ich finde die tatsächlich, muss ich gestehen, besser. Aber ist Geschmackssache, aber ja, du hast recht, absolut, das VSDG kann man nutzen. Stromrechnung nicht bezahlt. 7379 bin ich PHNL nach KS ein und zurückgeflogen. 6 Stunden ungefähr. Auf jeden Fall cool. Bin jetzt einmal Longhaul geflogen. Zum Glück alles gut gelaufen, ja. Ich meine, wir sind ja auch schon einmal jetzt Longhaul, in Anführungszeichen, einmal über den See und dann nach Irland. Mit der A310 lief alles gut, aber ist natürlich immer so eine Sache. Und gerade jetzt, also ganz ehrlich, ich würde es jetzt auch nicht machen. Wünsche, dass das Wetterradar endlich mal geht. Ja, auch das hieß ja, soll mit dem SU-12 dann funktionieren. Ihr seht's, nichts läuft, also ganz im Ernst. Weder bei PMDG noch bei, und auch hier komme ich wieder mit PMDG in Clinch. Weil das wisst ihr hoffentlich alle oder habt alle gelesen. Es hieß, mit SU-12 ab Tag 1 läuft der Wetterradar. Und das stimmte auch wieder nicht. Also warum zum Geier erzählen die so einen Quatsch? Ich habe es im P2D geliebt, morgens aufzustehen, einen Flug mit der 777 zu planen und dann über den Tag über den Atlantik zu schlippern. Da schmerzt schon das Herz, wenn das nicht mehr so geht. Es wird wieder gehen, Sergeant. Also macht ihr keinen Kopf, da bin ich überzeugt. Andererseits muss man hier natürlich auch sagen, hier gibt es ja wirklich jetzt nicht wirklich einen guten Longhaul-Flieger, meines Erachtens. Deswegen, mich persönlich stört das jetzt nicht so ganz, weil eben, was soll bei einem nicht so besonders guten Longhaul-Flieger, also da reizt es mich nicht, Longhaul zu fliegen in dem Sinne. Aber ja klar, ich verstehe es auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich eine klare Sache. So. Darf ich bei denen mal Dampf ablassen? Ja, naja, Network Chris, ich glaube, das machen so viele. Ich glaube, momentan spielt das echt gar keine Rolle mehr. Und ehrlich gesagt, ich habe auch das Gefühl, die sind in so einer Position, denn ich das, also ganz böse gesagt, echt scheißegal. Also man sieht es ja, ich meine, ernst nehmen ist eine Sache, aber ich glaube, wenn einer so gut wie überhaupt nicht auf die Community hört, habe ich zumindest das Gefühl, dann ist es definitiv PMDG. Also sind wir mal ehrlich, egal was man so angestrebt hat, die haben halt ihre Sache announced, wenn sie es voll richtig fanden. Was ja auch gut ist. Ich sage ja, es ist echt schwierig, das so zu sagen, dass das jetzt nicht klingt, als wäre ich irgendwie voll gehatet auf PMDG. Mit keiner Weise. Mir geht einfach nur ihre Politik so ein bisschen auf den Zeiger, weil ich nicht verstehen kann,
Was daran so schwer ist, wenn man einfach von vornherein zum Beispiel sagt, Leute, unser EFB wird was Besonderes zum Beispiel, oder wir planen das, aber nur so zur Info, nicht, dass ihr fragt oder so. Denkt dran, das dauert einfach, sagen wir mal, 6 Monate. Na klar, würden dann einige Leute kommen und sagen, ja, 6 Monate, oh echt, für ein EFB, das dauert denn da so lange und so. Trotzdem würde mich persönlich, würde das nicht stören, weil ich dann weiß, okay, die haben es von Anfang an korrekt kommuniziert. Aber so dieses, ja, es kommt raus jetzt als nächstes, ne? Und dann kommt es nicht. Ja, wir brauchen noch mal eine Woche länger, wir sind jetzt gerade einen Monat länger, wir sind in der Testphase. Aber es kommt dann, so. Es ist Dezember vorbei. Ja, das ist zur Testphase rum, lief alles gut, aber es kommt jetzt, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, das Ganze noch optimieren, weil die 777 kommt ja bald und da wollen wir das dann rausbringen, da wollen wir das dann rausbringen, wenn der richtige Zeitpunkt ist, wenn jetzt, damit es auch zum Beispiel zur 777, also an das kann ich mich auch erinnern, dass es dann hieß, jetzt verschieben es, weil sie es kompatibel machen wollen für die 777. Da war SU-12 nicht mal ansatzweise in der Diskussion. Aber dann hieß es, also aller spätestens zur, das weiß ich auch noch, zur 737-900er kommt das EFB. Ja? Also mich nervt das ehrlich gesagt. Ich hätte wirklich die Artikel rausschneiden sollen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das alles so verfolgt habt, aber ich bin mir so sicher, ich habe das gelesen. Und ja, also deswegen. Und dann kommt die 737-900er raus und echt so frech, noch nicht mal was dazu gesagt. Die haben einfach nur die 737-900er announced, kam raus. Fertig. Ja, EFB, hallo, EFB, hieß es mal nicht, es kommt das EFB. Und dann irgendwann kam da mal eine Nachricht oder in dem Sinne, wo es dann hieß, ja, das EFB ist jetzt, sie warten jetzt noch ab, bis das SU-12 rauskommt, weil sie wollen jetzt das EFB gleichzeitig kompatibel machen für die Xbox. Was? Und dann, okay, alles klar, meinetwegen. Dann sind sie ja so schon... Ich möchte nochmal hinzufügen, die haben das announced, es sollte rauskommen mit der 777-800. Nicht 737-800, also letztes Jahr Oktober. Und dann ebenfalls, ne, also diese ganze Spielerei so lange hinzuziehen, völlig unnötig. Und was jetzt noch so ein bisschen, finde ich, so den ganzen, das Ganze so richtig abschießt, ist jetzt dann eben zu sagen, ja, so als hätten sie es nie anders behauptet, jetzt fängt die Testphase an. Mit dem EFB, wo du dazu denkst, was, jetzt die Testphase, hä? Habe ich irgendwie geschlafen im Dezember oder was geträumt? Also das ist das, was ich eben nicht verstehe. So dieses, ich finde einfach so systematische Verarsche. Und das ist ja die Frage, warum? Das haben die doch nicht nötig. Man kann von vornherein sagen, hey Leute, es dauert länger oder meinetwegen, wir announcen das dann und dann. Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass die das so, ich meine, ich sage nach wie vor, es hieß, von Asobo ganz am Anfang sonst es immer wieder preisgeben, hey, PMDG arbeitet jetzt schon an der 737, bla bla bla. Und dann hat später dann PMDG direkt gesagt, hey, nur so zur Info, wir brauchen mindestens ein Jahr länger, weil Asobo halt so sackschwer ist mit dem Code etc. und bla bla bla. Und da kam dann richtig alles ordentlich, so wie es gehört, von Anfang an richtig kommuniziert. Und natürlich haben Leute gesagt, ach Mist oder schade, wir hätten es uns jetzt schon gewünscht. Doch trotzdem unterm Strich sagt man doch, ja, nee, lasst euch Zeit, macht's richtig und die Sache ist in Ordnung. Aber von vornherein korrekt kommuniziert. Und nicht gesagt, ja, nee, es kommt raus in 2 Wochen. Und dann nach 2 Wochen, nee, es kommt raus in einem Monat. Und dann nach einem Monat, es kommt raus in 2 Monaten. Und so weiter und so fort. Das, warum? So ein Quatsch. Und das ist das, was ich nicht kapiere. Warum machen die so einen riesen Hehl um diesen EFB, anstatt von vornherein einfach zu sagen, nee, Leute, wartet ab, erst wenn meinetwegen die 737 für die Xbox rauskommt, dann kommt das EFB. Das regt mich auf. Das ist einfach das, was mich so richtig stört. Diese Politik ist dann mein Problem. Weil nach wie vor, ich finde persönlich, die PMDG ist ein sauguter Flieger für den Flugsimulator. Keine Frage. Und ist in meinen Augen der beste Flieger, was Performance anbelangt. Und was Stabilität anbelangt, etc. Wie nichts in allen Ehren, aber hier, finde ich, hat PMDG einfach nochmal die Nase vorn. Also nochmal, die haben das doch gar nicht nötig. Warum so einen Scheiß labern? Also das ist das, was ich nicht verstehe. Skandinavien im Forum ist auch echt arrogant und das ist ein Supporter. Ja, und was soll denn die wann soll denn die 777 kommen? Also das glaube ich auch schon nicht. Es gab Gerüchte, dann wurde sogar gesagt, die sind sehr weit fortgeschritten mit den, mit dem Flugzeug etc. Und sind schneller fortgeschritten, als sie sogar dachten. Und dann war irgendwann mal von Sommer diesen Jahres die Rede. Aber ich muss gestehen, ich glaube nicht, dass der dieses Jahr noch rauskommt. Also bei dieser Politik, die fahren, glaube ich einfach gar nichts mehr. Ich bin schon gespannt auf das Geschiss mit der 777,
wenn die ersten Announcements kommen. Aber ich will endlich einen gescheiten Longhaul. Deswegen werde ich trotzdem mitspielen mit bei denen. Ja, das ist ja ihr großer Vorteil. Die wissen ja genau, es bleiben sowieso alle da. Ich meine, sind wir ehrlich, ich habe auch schon die Krise gekriegt, wo ich gesagt habe, also wenn die 737-900 da rauskommt ohne EFB, kaufe ich die nicht. Und ich habe sie doch gekauft, ja. Weil das ist einfach, die wissen das. Die wissen, die werden ihre Kiste sowieso verkaufen. Also wen interessiert's? Meinetwegen kann man machen. Aber ich persönlich, es geht ja auch nicht darum. Es geht einfach nur darum, dass die Politik, die die fahren, echt nicht gut ist. Und ganz ehrlich, und das ist das Gute, was ich daran sehe, der Shitstorm, übertrieben, ist ja kein Shitstorm, aber zumindest die Kritiken, sagen wir es mal so, die werden immer lauter. Und immer lauter auch von renommierten Leuten. Und das ist das, was mir gefällt. Weil langsam müssen sie aufpassen, die werden mit ihrem, mit ihrer Politik, zumindest die jetzt fahren, haben sie definitiv nichts Gutes gemacht. Und das wird auch lange Zeit noch nachhallen. Das werdet ihr hören. Also denkt an meine Worte, da bin ich echt überzeugt. Was mich bei der Version P3D-Version störe, ist das schlecht umgesetzte FBV, also das Fly-by-Wire. Es hat kein Autotrim wie im Airbus, aber beim Nutzen der Klappen oder der Spoiler wird der Glide-Angle beibehalten. Ja, ich bin mir aber nicht überzeugt. Meinst du, das liegt nicht am P3D selber? Weil das schwierig ist mit dem System, das richtig so zu simulieren? Also ich dachte, das hätte vielleicht noch einen Einfluss mit dem Sim selber. Also, ist meine Meinung. Gut, Leute, jetzt hab ich mal wieder genug gequatscht. Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, es reicht für heute. Unser Flug ist erledigt. Wir haben es zumindest das geschafft, wenn jetzt auch nicht so, wie wir es eigentlich wollten. Ist ein bisschen nervig, ist ein bisschen traurig, ist eigentlich sehr traurig, aber naja, was soll man machen? Eins kann ich auf jeden Fall sagen, so wie es aussieht, bleibt zumindest jetzt der Samstag bestehen. Wie gesagt, kommt gerne da in den Discord-Channel, schreibt rein, sagt mir Bescheid, was ihr gerne fliegen wollt. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine Umfrage. Longhaul, ja, wenn Longhaul, was für eine Longhaul, was für eine Maschine. Da könnt ihr gerne dann zusätzlich da nochmal eure Stimme abgeben. Insgesamt würde ich aber mal darauf plädieren, dass wir wieder Samstag 16 Uhr loslegen würden. Aber da eben, wie schon gesagt, kommt da am besten einfach in den Discord rein und gut ist. Ja, was haben wir dann noch? Okay, danke, aber ich denke, dass die 777 in 2 Jahren rausbringen, dann werden sie auch was Gescheites bringen. Ja, das auf jeden Fall. FSLabs 320 kann doch FPV und Autotrim, aber... Na okay, das Problem ist, dass es die nicht interessiert, was die Kunden wollen. Ja eben, weil sie ganz genau wissen, die kaufen es sowieso noch. Das ist ja das Problem, ne? Das ist das Problem. Gut. Gnome, Chat, Leute, Kollegen, Chris, Michael, Jacob, ich wünsche euch allen, Kito ebenfalls, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ich danke euch wie immer recht herzlich fürs Dabeisein. Ihr seid wie immer die Besten. Kommt, wie gesagt, am besten in meinen Discord-Kanal. Schaut da einfach mal rein. Wir machen auf jeden Fall da was aus. A330-900 aus Köln nach Kilimanjaro. Wäre auch eine gute Idee, Sergeant. Alles rein in den Discord, würde ich sagen. Und damit geht's an unsere Endmusik. Ich, wie gesagt, bedanke mich nochmal recht herzlich auch bei Jens. Ebenfalls euch nochmal einen schönen Abend. Genießt euren Feierabend. Denkt dran, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, bitte einmal den Button, beziehungsweise den Like-Button klicken und einmal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, subscriben. Und bis dann sage ich wie immer schön brav weiterfliegen. Wir sehen uns alle spätestens am Samstag. Haut rein, euer Blade Runner.